Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream von WW Supercard. Wieder beide Accounts am Start. Heute machen wir Folgendes. Ich sage erstmal, es ist jetzt eine Weile wieder her, seitdem ich Supercard gemacht habe, aber es ist letztendlich nicht so viel passiert gewesen, los gewesen, deswegen habe ich letztendlich nicht viel gemacht. Deswegen geht es heute ausnahmsweise mal. Wir haben heute, naja, gut und gerne ein paar Stündchen zu tun, ein, zwei Stündchen. Und zwar machen wir ein bisschen Elimination Chamber. Mal gucken, wie weit ich komme. Beziehungsweise wir machen bei dem einen Account, machen wir Elimination Chamber. Beim zweiten Account. Beim Hauptaccount gehe ich erstmal, gucke ich, wie weit ich komme beim Last Man Standing. Ich muss hier mal kurz hier die Musik ziehen, leider drin auf dem Ohr. Ich muss mich immer selber so ein bisschen hören. Das finde ich dann doch angenehmer. Und wir machen, oh, wir holen ein paar Sachen ab. Weil ich sehe schon, beim zweiten Account kann ich die Belohnung vom letzten PPV abholen. PvP abholen. Ich kann Gratis-Packs abholen. Eine Fusion ist, denke ich, nee, die Fusion ist nicht fertig, Quatsch. Die Belohnung vom King of the Ring und hast du nicht gesehen. Genau. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier meine Kopfhörer runterschmeiße oder meine Boxen runterschmeiße. Ihr seht, das Setting hat sich ein bisschen geändert vom letzten Mal. Mein Mikrofon hat jetzt so einen Popschutzaufsatz, nenne ich es mal. Sag schon. So eine Art Schwamm oben drauf, nenne ich das einfach mal. So. Währenddessen ich hier so ein bisschen erzähle, hole ich mal beim zweiten Account erstmal das Gelumbe ab. Die Belohnung. Und zwar haben wir zum einen die 700. PvP-Punkte, nenne ich es einfach mal. Ich weiß es jetzt nicht genau. Dann haben wir Silber-Liga-Pack, genau. Wir machen es einfach auf, gucken, was drin ist. Wir haben einen Ty Dillinger Ultimativ. Wir haben drei Ultimativ-Karten auf jeden Fall. Einen Roman Reigns und einen Nikki Bella. Ja, gut. Ja. Dann holen wir uns nochmal unsere Momentum-Slots. Sind zwei Stück an der Zahl. Passt sogar sehr gut. Können wir, glaube ich, auch sogar einfach mal gleich unterbringen, ne? Muss mal gucken, ne? Ah ja, Elimination Chamber wird doch mal erklärt. Ach, lass uns mal von. Hier kriegen wir erstmal das Starter-Pack für Elimination Chamber. Wir kriegen als erstes natürlich eine Alexa Bliss im Ultimativ. Eine Ember Moon. Ach, übrigens, Elimination Chamber ist ja ein Women's Event in dem Falle. Ich glaube, es ist immer ein Women's Event, glaube ich. Eine Ember Moon Elite. Eine Sasha Banks Elite. Eine verstärkt Charlotte Flair. Eine verstärkt Becky Lynch, noch eine zweite Elite Sasha Banks, eine verstärkt Carmella, dann schneide ich mal hier drüben mal Last Man Standing. Wir haben drei Tage, habe ich Zeit, aber das Deck kann man ja nicht wirklich bearbeiten. Apropos, genau, ich kann darauf eingehen, was so sich so geändert hat. So ein paar Karten, die ich so beim Hauptaccount dazu bekommen habe. Gehen wir gleich mal rein. Ich habe nämlich die ein oder andere Gothic-Karte dazu bekommen. Kann ich gleich mal nebenbei mit erwähnen. Ich gehe mal hier drauf. Aber ich glaube, jetzt haben wir es im 18. Ist, glaube ich, auch noch dazu gekommen. Aber das werden wir gleich sehen. Ich muss nur selber gucken. Die Neon-Karte hat sowieso nichts geändert. Da ist nichts weiter gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe. Ich habe das letzte Mal Rey Mysterio geprobt. Ich habe auf jeden Fall Rey Mysterio geprobt. Ansonsten ist es nicht mehr dazugekommen. Neon Card ist nicht dazugekommen. Das ist auch alles alt. Braun Strowman ist geprobt. Gold Pro gemerkt. Dazugekommen. Hi Jasmin. Dazugekommen ist seit letztem Mal auf jeden Fall die Gothic Becky Lynch aus der Fusion. Meine erste Gothic Fusion, die Becky Lynch. Dann ist dazugekommen noch eine Nikki Cross. Es war einer dieser Greifarm-Packs, da habe ich diese Nikki Cross rausgezogen. Mache hier nebenbei mal das Elimination Chamber Tutorial hier durch.
Tommaso Ciampa hatte ich mir über diesen PvP-Shop gekauft. Für, weiß ich nicht, wie viele Punkte das waren. Shawn Michaels ist irgendwie dazugekommen. Wie Shawn Michaels dazugekommen ist, weiß ich nicht. AJ Styles habe ich mir aus dem Team Battleground, von diesen Team Battleground-Punkten geholt. Da habe ich mir so eine Goldie-Karte gekauft. Und Danny Birch war, nee, Danny Birch war ja letztes Mal schon dabei, glaube ich. Und Bray Wyatt ist vor kurzem auch noch dazugekommen. Ansonsten muss ich gerade selber mal drüber gucken. SummerSlam 18 ist noch Dean Ambrose dazugekommen. Und Stone Cold Steve Austin, ne? Was ich aus dem Team Battleground oder TBG habe ich eben diesen Dean Ambrose rausbekommen und ein paar unwichtige Sachen. Also das waren so, ich glaube, der eine oder andere Goliath-Karte war dabei, aber die ist eigentlich hier belanglos, finde ich. Muss gerade selber mal drüber gucken. Ne? Ich gucke gerade selber mal drüber. Nee, ich glaube, es war alles relativ belanglos. Auf jeden Fall, das Wichtigste aus dem TBG-Pack war wie gesagt der Dean Ambrose, der jetzt, guck mal, der hier ist er. Dieser Dean Ambrose, der ist noch nicht ganz fertig, aber das ist erstmal egal. Ja, das war so im Groben erstmal das, was ich dazu bekommen habe seit dem letzten Mal. Ich gucke nochmal kurz über WrestleMania 34 rein. Aber da war, glaube ich, nee, da ist nichts weiter dazugekommen. Das hat sich auch nichts weiter geändert. Wie gesagt, wir spielen heute Last Man Standing, wie hier im Titel steht. Erstmal hole ich mir mein Gratis-Pack. Heute war ohne Werbung, guck mal. Ah, ich sehe schon, wir bekommen einen Aufdecker, wir bekommen einen Block und wir bekommen einen Jey Uso in Ultimativ. Boah. Ich klicke hier drüben mal nebenbei beim zweiten Account so ein bisschen durch, weil ich wollte eigentlich den bloß nebenbei spielen. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts weiter abzuholen. Fusion läuft noch, geht noch. Ich mache übrigens hier gerade eine Neon-Fusion, by the way. Hi. Ich kann gerade deinen Namen nicht lesen. Ich bin gerade so ein bisschen, ich sehe das gerade so nicht so. Nicht so weiter, was ich mitbekomme. Bei Shani und unter anderem WrestleMania 34 Ember Moon beim Haupt. Okay, und eine Goliath Charlotte Flair. Gut. Was ist das? Ich muss mal ein bisschen. Auf jeden Fall, ich mache eine Neon-Fusion gerade. Dafür, ich habe übrigens aus der zweiten Gothic-Fusion, die ich gemacht hatte, welche ich übrigens für Dings benutzt, jetzt für die Neon-Fusion, habe ich einen Hideo Itami bekommen gehabt. Welchen ich, wie gesagt, jetzt für die Neon-Fusion benutze. Nehmen wir das aus dem 18 Fusion, Sascha Banks natürlich. Genau, das weiß ich ja schon, das hast du ja schon mal gesagt. So, wie gesagt, die Neon-Fusion dauert noch einen Tag und 12 Stunden, also das Wochenende wird es wohl soweit sein, ansonsten gibt es ja nichts weiter. Versuchen wir uns mal hier am Last Man Standing, mal gucken, wie es diesmal läuft. Ich habe diesmal auch genug Trinken dabei, also diesmal soll es funktionieren. So, wir haben erstmal 5 Hindernisse. Also, nee, Quatsch, 5 Karten, ne? Und 0 Hindernisse. Also, der Anfang ist relativ human. Wissen wir ja immer. Es geht relativ fix. Mit Becky Lynch muss ich trainieren, deswegen werde ich wahrscheinlich häufiger Becky Lynch nehmen, wenn sie da ist, als ein paar andere. Weil ich muss Becky Lynch noch hoch trainieren. Die ist noch gar nicht. Weil die letzten Events, die waren PvP und halt andere normale Events, das war halt. Eben Männer exklusiv, sag ich mal, da waren keine Frauen dabei, deswegen ging das so schlecht. Und beziehungsweise, ich glaube, bei Road to Glory war meine Becky Lynch nicht mehr drin. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit dem Bug aussieht hier diesmal. Leider. Ja, guck, ich werde gucken, wie weit ich selber komme.
Ob der Bug nun da ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Am Anfang mit meinem Deck sollte ich relativ weit kommen. Tag Team, nehmen wir mal die zwei hier. Ah, ich sehe schon, ich begegne hier schon einen relativ guten Gegner. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Wenn hier schon zerstört Karten drin vorkommen, die relativ stark sind. Und SummerSlam, 34, das ist schon. Das ist schon die erste Arena, die. Setzt mir schon. Na gut, setzt mir noch nicht zu, ey. Es ist noch alles im humanen Bereich. Es kriege ich relativ schnell durch. Aber wenn ich schon solche Karten sehe. Die sind nur noch halb so stark wie ich, sage ich jetzt mal. Das ist relativ. Na, mal gucken. Mal gucken. Könnt ihr hier nebenbei mal ein bisschen weiterspielen hier drüben? Wait, Mysterio? So, genau. Die ersten 150 Punkte gesammelt. So früh schon zerstört Karten. Ja, ich habe mich auch gerade gewundert. Ah, ich freue mich absolut nicht. Ja, Cedric Alexander und der Rest ist eigentlich. Was man hier am Anfang bekommt, ist leider relativ belanglos. Ja, da sieht man verstärkt, bla bla bla. Alles belanglos, alles. Übrigens bin ich hier beim zweiten Account schon WrestleMania 33++, wie man schon sieht. Und, ach, lohnt sich nicht, das war Verschwendung eigentlich. Und beim Hauptaccount bin ich, soweit ich weiß, Gotik Plus. Aber das schwankt so ein bisschen hin und her, komischerweise. Weil ich war mal kurzzeitig Gotik Plus und bin dann wieder runtergestuft worden auf Gotik. Und dann bin ich wieder Gotik Plus, komischerweise. Seltsam halt. Becky Lynch und Nikki Cross brauchen beide definitiv noch Training, deswegen muss ich die beide auf jeden Fall einsetzen. Ich hoffe ja, dass hier alles soweit gut läuft. Ich wollte hier ein Monumentum eigentlich was einstellen, ne? Da sind eigentlich schon meine beiden Besten drin, oder? Kann man hier noch irgendwas ändern, ne? Ich nehme mal das hier weg und das hier weg. Bin wahrscheinlich mittlerweile Goliath. Das ist doch schön, wunderbar. Ja, hier sieht es doch relativ gut aus. Das sind meine Besten. Das wird sich aber wahrscheinlich ändern. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie habe ich. Kann ich hier vielleicht sogar ein Belohnungs. Ne, ein Pack holen, ne? 1400 habe ich. Ich könnte mir Alistair. Das wäre ein Sprung. Ne? Ich könnte mir Alistair Black holen hier. Ich könnte aber auch. Das Gold-Pack. Das Gold-Liga-Pack holen. Könnte eine Bestie drin haben. Und sagen wir es mit 17. Klingt eigentlich gar nicht so verkehrt gerade. Allerdings. Alistair Black wäre ein zu starker Sprung, finde ich, für den Account. Ich muss mal kurz selber reingucken. Ja, 24.000. Ich glaube, ich werde hier mal das Risiko eingehen und hier dieses Pack holen. Weil ne? 800, ja. Ja, Pack Opening, genau. Ihr seht, die Leute sehen ja immer so gerne Pack-Openings. Da kann man ja mal mit dazu machen. Genau, wir packen das ja. Also, guck mal, ich guck mal, vielleicht. Nee, das 2000er kriege ich noch nicht. Deswegen nehmen wir hier das enorme Gold-Liga-Pack. Machen wir auf den Account mal hier. Alles legitim. Guck mal, was wir drin haben. 3, 2, 1. Einen Ultimate. Ich will mal das englische Wort für ultimativ sagen, weil Ultimate klingt einfach schön. Hier in dem Sinne besser. Rhino, ein Ultimate Kofi Kingston, eine Ultimate Becky Lynch, ein Ultimate Rusev und ein Ultimate Sheamus. Das ist doch eine relativ, naja, gut Ausbeute kann man das nicht sagen. Es ist minimal, aber für den Account ist das allemal noch gut, finde ich. Ja. Ansonsten können wir noch irgendwas machen hier. Ah, wir können. Ja, stimmt ja. King of the Ring Belohnung noch abholen. Wobei, was heißt Belohnung? Das sind nur ein paar Draft Picks.
Schlechteste, was Dallas haben könnte. Das passiert mir leider öfters bei solchen Pack-Openings. Genau. Viertelfinale? Ja, da kriege ich schon die erste. Ultimate-Karte? Kann das sein? Nee, Quatsch. Eine Elite-Karte. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich wusste das mal. Okay. Betrete halb vier. Ich bin aber weit gekommen. Ein The Miss. Ein Ultimate Miss. Das ist. Das Lied, was gerade läuft, ist von Lars Sullivan, ne? Ja, genau, Lars Sullivan. So, in der. Ich habe im Halbfinale verloren gegen einen, der Becky Lynch als Bild hat. Okay. Alles vollkommen legitim. King of the Ring ist sowieso so eine Sache für sich. Apropos, King of the Ring, muss man mal reingucken. Wie sieht denn überhaupt meine Belohnung tatsächlich bei mir aus? Ich könnte auf Platz 1 die WrestleMania 33 kriegen. Ja, stimmt, das macht Sinn. Hier muss ich mal gucken. Ach, Elite ist das bloß, okay. Elite? Erst ab Platz 2. Nee, ab Platz 3. Ab Platz 4, Entschuldigung, kriege ich die Ultimate, okay. Ach komm, wir gucken mal, ob wir noch was reinmachen können. Automatisch füllen. Neue Dings. Bin WrestleMania 33 hier. Ändert sich da der Belohnungs? Nö. Bleibt alles so, egal. Hau mal rein. Hau mal rein, King of the Ring! Ich muss hier mal meine Maus ein bisschen in den Kontrolle bringen. Hier kann ich übrigens noch ein Gratis-Pack abholen, sehe ich gerade, okay. Ich wäre versucht, eigentlich hier mal eine Runde Last Man Standing zu spielen, aber ich glaube, wenn ich schon sehe, was mich hier auf der Seite erwartet, dann wird das wohl nichts werden, ne? Deswegen werde ich hier größtenteils wohl. King of the Ring spielen. Ich muss mal kurz gucken. Ich versuche mich mal an einer Runde hier auf der Seite, aber ich glaube, die Money in the Bank Karten wurden gerade revealed. Es sind Becky und Seth im Zerstört. Becky und Seth? Auch wieder zwei Karten, die ich gerne hätte, nicht bekommen werde. Ist aber okay. Ja, erklär mir deinen Scheißladen. Ja, erklär mir von mir aus. Ich wollte eine Runde spielen, ich bin mal gespannt. Ich glaube zwar nicht, dass ich groß weiterkomme, aber ja. Ich muss ja sagen, die Money in the Bank Sachen, die interessieren mich herzlich wenig, weil ich kann da sowieso, komm da sowieso nicht ran. Hau ich mein Besten raus. Oh, das klappt ganz gut. Das geht noch. Oder vielleicht ist es ja angepasst. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja je nach was für eine. Oder ist es einfach nur, weil es mir gerade noch so teuer ist. Erklärt er mir gerade noch. Ah ja, Multiplikator. Der kostet ja normalerweise, ich glaube. Ja, 100, hier steht es ja, 100. Ah, ich glaube, ich weiß, warum das hier relativ einfach ist, weil das noch die Tutorial-Runde ist. Irgendwie doof. Na gut, es gehört halt dazu, Tutorial-Runde und so, weißt du. Ja, 131 Punkte zu, Wahnsinn. Bronze-Pack. Verstärkt, Elite. Naja. Was hältst du eigentlich von dem bevorstehenden WWE Championship Match beim nächsten Pay-Per-View? Also ich finde es absolut Hammer. Also du meinst das Elimination Chamber um die mit Jeff, Daniel, Samoa Joe und alle, wie sie heißen, ist eigentlich die beste Wahl, die man hätte treffen können. Also alles, was da so drinne rumläuft, sage ich jetzt mal, in dem Elimination Chamber, ist gut, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, bessere Leute hättest du gar nicht wählen können. Muss ich dazu einfach sagen. Bessere Leute hättest du gar nicht wählen können. Du hast quasi das beste Smackdown-Aufgebot rausgehauen, sag ich mal, für das Elimination Chamber, was du hast.
Ich bin jetzt gespannt, was in den nächsten 2 Wochen noch alles in die Wege geleitet wird. Ich weiß halt nur, dass halt dieses Frauen-Tag-Team Elimination Chamber-Ding kommt. Das dürfte aber auch eigentlich das letzte sein, weil Brock Lesnar wird definitiv seinen Titel nicht in der Elimination Chamber verteidigen. Demnach wird wahrscheinlich Raw auch keine weitere Elimination Chamber machen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil das wird dann irgendwann, denke ich mal, zu viel. Ja, eigentlich hätte er dabei, muss er quasi dabei sein. Das ist das Beste, was SmackDown im Roster hat. Neben dem anderen 5, die dabei sind. Also, wenn sie Jeff da nicht genommen hätten, dann wären sie doof. Oder einfach nur blam blam. Ich sehe schon irgendwie, es scheint, ich probiere nachher noch eine zweite Runde, weil das kann sein, dass das die Tutorial-Runde war in der Arena, weshalb es deswegen so einfach war. Aber das wäre schön, wenn das, vielleicht ist es ja auch angepasst an den, an deine eigene Deckstufe. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich wunderbar. Aber ich bin mir nicht sicher. Bin mir absolut nicht sicher. Die sind doof. Ja, das habe ich auch gesehen. Das mit. Ach gut, das ist schon wieder eine Tutorial-Runde. Brauche ich gar nicht mehr zu gucken. Geblockt. Also wo, das war ja schon die größte Kacke, die ich je in der WWE erlebt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob der erste Match in Botch war oder das wirklich so geplant war. Weil wenn Shinsuke wurde von Arsut eingerollt und Shinsuke kam raus, aber der Ringrichter zählte es als durchgehenden Pin und somit Sieg für Arschloot. Hä? Danach kam es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es direkt danach kam. Ich habe das nur auf YouTube irgendwo so die paar Sachen von der WWE selber gesehen, die sie hochgeladen haben. Da gab es ja noch das Match, das zweite US-Titel-Match zwischen Arschloot und Rusev. Dass sie da genau dieselbe Mist machen. Ach, ich sage jetzt mal nicht dazu. Das ist frag mich bitte was Leichteres. Also, dass sie da den selben Mist machen, das war schon. Nee. Ich meine, ich bin ja jemand, der über vieles hinwegzieht. Der sagt, okay, Fehler können passieren, ist alles legitim. Warum hat man dann das zweite US-Titelmatch gemacht? Wenn man sowieso absolut den Titel lässt. Ich weiß es einfach nicht. Nee, sorry, also ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ansonsten, Raw war eigentlich ganz okay. Wenn ich schon mal bei SmackDown bin, kann ich auch ein bisschen über Raw reden, weil Raw habe ich ja geguckt. SmackDown habe ich nur ein bisschen was über Dings geguckt, über YouTube. Raw fand ich eigentlich durchgehend relativ gut. Ich finde es schade, dass Alexa keinen Platz im Elimination-Ding hat. Ich will nicht, dass sie den Titel gewinnt. Will ich nicht, kann es gar nicht. Aber dass sie wenigstens hätte in dem Match sein können, das wäre schön gewesen. Also ich möchte nicht unbedingt Tamina und Nia Jax. Tamina vielleicht, aber nicht unbedingt Nia Jax und der Chamber haben, aber naja, ist leider nun mal so. Also sind ja 3 Teams bis jetzt qualifiziert. Wie gesagt, Tamina und Jax, The Riot Squad, was eigentlich fast die beste Kombination ist. Und bei SmackDown sind es, glaube ich, Mandy Rose und Sonya Deville gewesen, die sich qualifiziert haben.
Hat Wojcicki den Titel denn überhaupt wieder gegeben? Das weiß ich leider nicht. War ja auch klar, wenn die gleich gegen Nia Jax und Tamina antreten mussten. Ja, ich hoffe halt nur, dass vielleicht Alexa irgendwie anderweitig auf die Karte kommt. Oder so. Also nicht ins Chamber, aber auf die Karte. Ja, es war mir ja auch von Anfang an klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war mir ja auch von Anfang an klar, weil wie sollen die zwei Hämpflinge, sage ich jetzt mal, gegen so zwei Schwergewichte bestehen? Gegenfahrer ist, wer kann den zweiten überhaupt das Wasser reichen, sage ich mal so. Aber ich will nicht so viel über Alexa reden oder so, das ist alles absolut, muss nicht sein. Ja, dann gab es ja noch Seth Rollins, der halt, eigentlich wollte Seth Rollins ja bekannt geben, gegen wen er bei WrestleMania antritt. Wozu es ja, soweit ich weiß, nicht gekommen ist, weil Seth Rollins wollte, glaube ich, Seth Rollins wollte ankündigen, oder war gerade, hatte eine Rede gehalten, bla bla bla. Dings hat, der hat die Rede halt, klingt blöd, der hat eine Promo gehalten, ne? Wo er ankündigen wollte, oder was weiß ich nicht, wen er herausfordert. Und da war halt, Brock Lesnar war halt da und hat ihn halt vermöbelt. Ich meine, Seth Rollins hat, glaube ich, 6 F5s eingesteckt, Seth Rollins. Und es kam also nicht zu der Veröffentlichung, gegen wen er quasi antritt. Finde ich schade. Das mit Dean und, naja, ich weiß nicht. Ich weiß halt nur, dass die WWE gerade versucht, Intergender-Matches zu machen, so ein bisschen, und gucken, wie die Leute darauf reagieren, ne? Weshalb Nia Jax auch im Royal Rumble drin war. Und die Sache mit Dean und Nia ist wahrscheinlich einfach, um gucken, wie reagieren die Leute drauf. Also, aus welchen Gründen man da jetzt aber einmal wieder den Weg gehen will. Ja. Wie gesagt, das einzige Match, oder glaube ich zwei Matches, also ich weiß nicht. Ich weiß jetzt, ich selber weiß nur von einem Match bis jetzt, was bei WrestleMania definitiv stattfinden wird. Und das ist Becky Lynch gegen Ronda Rousey. Und wenn das stimmt, dass Ronda Rousey nach WrestleMania ihre Wege geht, sage ich jetzt mal, dann könnte es vielleicht sein, dass Becky Lynch bei WrestleMania gewinnt. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Also ich find's nice. Nur stellt sich die Frage, war außer Nia vielleicht Tamina gegen die Männer antreten soll. Was? Wer außer Nia vielleicht Tamina gegen... Ja, das ist halt die Frage, wie machen sie das? Das Problem ist halt, Nia Jax ist dafür jetzt nicht unbedingt, die leichteste. Die ist, naja, nicht prädestiniert, mal auch gegen Männer anzutreten, weil sie ist jetzt nicht, sie kann man gegen Männer setzen, das ist jetzt keine unfaire Sache. Da ist vielleicht sogar teilweise Nia Jax manchmal ein Vorteil, wenn man sozusagen sieht, Nia Jax gegen, nimm das Hälfte Cruiser, das halbe Cruiserweight-Roster kannst du nehmen, da ist Nia Jax ein Vorteil. Ich meine, mir ist es im Endeffekt, ich sag ganz ehrlich, mir ist es egal, ob jetzt nur Nia Jax gegen Dean Ambrose antritt. Sofern es nichts Wichtiges da drin ist, sag ich mal. Keine Ahnung, um den Titel geht oder so ähnlich. Von mir aus kann Nia Jax mit Dean Ambrose fehlen. By the way, wo wir gerade bei Dean Ambrose sind, der wird ja. Wie die WWE schon bekannt gegeben hat, nach WrestleMania bei WWE aufhören, weil er unzufrieden mit seiner Einsetzung ist. Er mag sein Gimmick an sich nicht, sagen wir es einfach mal so. Wo ich denn kann man nebenbei gleich mal mit einwerfen, wo wir gerade dabei sind. Aber zurück zum Eigentlichen. Wie gesagt, mir ist es egal, ob Nia Jax gegen die Ambrose fehlt und kämpft oder was weiß ich, was die da
Plan. Es ist mir relativ egal. Na, das ist der erste in der Lage. Mir ist nur wichtig, dass die WWE es schafft, mich zu unterhalten. Und wenn sie das schafft, dann ist mir völlig egal, was da auf dem Ring passiert. Ich sag, wie es ist, ich hab gewisse Sympathieträger, wo ich sage, den mag ich und die mag ich auch und so weiter. Und vielleicht wünsche ich mir auch, dass der mal das und das gewinnt oder was weiß ich. Aber es steht für mich nicht im Vordergrund, sagen wir es mal so. Wenn die WWE schafft, mich mit dem, was sie momentan so machen, zu unterhalten, ist mir das relativ. Naja, die WWE selber und er selber hat ja auch schon bekannt gegeben, dass er nicht mehr, dass er nicht mehr aufhört. Ja, und die WWE ist halt eben, die ändern ungern Gimmicks. Wie hieß es mal, Dean Ambrose hat mal gesagt, er mag diese aufgesetzten Gimmicks nicht, dieses, also wie gesagt, aufgesetzt halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es noch anders ausdrücken soll. Ich glaube, er spielt eher so reale Charaktere, echte Charaktere, nicht halt irgendwie so was komplett aufgesetztes, was du, wo du denkst, so was gibt's. So, irgendwas, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch noch nicht, was damit ist, weil ich hab nur so Sachen gehört. Zum Beispiel, dass er einen sehr lukrativen Vertrag abgelehnt hat. Es war ein sehr lukrativer Vertrag. Es war ein... die Summe, hätten manche schon gesagt... Boom. Ich habe die Summe jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war definitiv eine hohe Summe. Da hätten manche schon gesagt, ja, von mir aus, dann mach ich die Scheiße halt weiter. Aber er hat es halt abgelehnt. Also zumindest kann ich dir nur so sagen, wie es bis jetzt aussieht. Dean Ambrose wird wahrscheinlich aufhören nach WrestleMania und seinen Vertrag nicht verlängern, weil, wie gesagt, sein Vertrag läuft ja auch aus, laut den Informationen. Ja, genau. Wie gesagt, WWE muss mich halt mit dem unterhalten, was passiert. Und ich bin wenigstens froh, dass ich meine Sympathieträger ab und an mal sehe. Hashtag Alexa. Naja, ich sag mal so. Ob ich ihn vermissen würde, weiß ich nicht, weil das ist das Problem. Es sind halt Charakter, an die du dich gewöhnst. Hashtag Jeff. Ja, es sind halt Charakter, an die du dich gewöhnst. Aber irgendwann, es sind so, wo du sagst, du hast, bei den EMOs war zum Beispiel der Fall, du hast den, glaube, 9 Monate oder so hast du ihn nicht gesehen. Also fast, ja, kann auch so ein bisschen länger gewesen sein. Da habe ich ihn auch nicht vermisst. Und als es dann wiederkam, da war er... Er war jetzt nicht egal, aber er war... Naja, er ist halt da. Das sag ich einfach mal so. Er war halt da. Ja, man muss auch bedenken, Roman und Seth haben einen höheren Stellenwert an sich. Du siehst einfach an der Einsetzung der Leute, wie der... Gut, Dean Ambrose wurde jetzt nicht schlecht eingesetzt, finde ich. Ich finde halt auch nur sein Gimmick war relativ... Ja, was ist sein Gimmick? Ich fand sein Gimmick relativ gut gemacht. Das Problem ist halt wahrscheinlich, er ist nicht zufrieden damit gewesen und die anderen haben das halt nicht geändert. Aber Roman hat sowieso... sehr hohen Stellenwert, das hab ich ja schon mehrfach gesagt, das weißt du ja sicher auch, also... Und Seth, naja... Seth tritt gegen Brock Lesnar an und wird wahrscheinlich Brock Lesnar den Titel abnehmen. Denk ich mal. Bei WrestleMania. Also, muss ich dazu noch mehr sagen? Ich find's schade, dass es Finn nicht gemacht hat am Royal Rumble-Wochenende. Aber gut. Es heißt ja nicht, dass die Chance jetzt verloren ist. Er kann ja jederzeit nochmal
um die Universal Championship antreten, wenn er sich erkämpft, wenn die WWE möchte, dass Finn sich diese Chance erkämpft. Wissen wir ja, das ist halt, WWE muss sich denken, das blieb bei den Fans, den nehmen wir einfach, den pushen wir jetzt. Also das heißt, nicht nur, weil Finn jetzt wobei, ich will nicht sagen, dass Finn jetzt aus dem Rennen ist, ich gehe davon aus sogar, so wie ich das gesehen habe, bekommt er so eine kleine Fehde mit Bobby Lashley? Ich möchte hier jetzt nichts Falsches sagen, aber weil ich habe auch Gerüchte gehört, bei Fastlane soll es angeblich noch ein Seth gegen Bobby Lashley Match geben, um die Intercontinental Championship. Aber ich wollte gerade sagen, wäre geil, wenn Finn da irgendwie dazwischen funken würde. Ja, also wie gesagt, ich sage immer, wie gesagt, ich kann es mir wiederholen. Wir müssen halt sehen, wie sie es machen, was sie machen. Aber wie gesagt, man muss mit dem leben, was kommt. Leider ist halt, gut, wie gesagt, leider ist Finn halt, guck mal, wie das mit Finn weitergedruckt ist. Und ob die Gerüchte um dieses Match bei Fastlane stimmen. Wie gesagt, Fastlane ist der letzte Pay-Per-View vor WrestleMania. Dann würde dieses Intercontinental Championship Match keinen Sinn machen, wenn Seth Rollins wirklich seinen Rumble-Sieg nutzt, um Brock Lesnar herauszufordern. Was er ja wahrscheinlich tun wird nach der Attacke von der letzten Raw-Ausgabe, weil er hat 6 F5s abgekriegt. Denkst du, 6 Seth Rollins denkt sich, ich fordere dich mal doch nicht herauf. Also ich gehe davon aus, dass er Brock Lesnar herausfordert. Was anderes ist sinnfrei. Warum soll der Daniel Bryan herausfordern? Es wäre ein Traummatch. Traummatch Daniel Bryan gegen Seth Rollins. Aber warum sollte Seth Rollins um die WWE Championship kämpfen? Das macht keinen Sinn. Die Universal Championship ist der einzig sinnvolle Weg, um Seth Rollins wirklich zu pushen, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise ist der einzige Titel, den Seth noch nicht. Warte mal. Nee, den er noch nicht hatte, stimmt. Er hatte damals das Match gegen Finn verloren. Und deswegen ist Finn ja erster Universal Championship geworden. Und danach ist es Kevin Owens gewesen und dann ging es dann halt eben Richtung bliblablu. Wissen wir ja alles. Bobby Lashley, sag ich. Kevin Owens, wie heißt der? Goldberg und dann Brock Lesnar. Und zwischendurch Roman Reigns und wieder Brock Lesnar. Könnte schon Sinn machen. Er verliert dann halt gegen Bobby Lashley und gewinnt dann bei WrestleMania gegen Lesnar. Ja gut, ja, natürlich. Nur wozu? Es steht doch nicht fest. Es wird damit beworben. Der Fastlane Pay-Per-View wird damit beworben. Man muss aber auch bedenken, in der Vergangenheit wurde irgendwann immer wieder Matches beworben, um Karten zu verkaufen, die dann am Ende nicht stattgefunden haben. Also die man will Ticketverkäufe haben, deswegen werden Matches beworben, die es am Ende dann nicht gibt. Oder gab. Es ist schon öfters vorgekommen, auch im Jahre 2018 und so weiter. Also kann sein, dass das halt so Matches sind, mit denen man halt quasi die Ticketverkäufe ankurbeln will. Aber ich meine, okay. Die Frage, gut, Sinn machen. Die Frage ist, warum kriegt dann Dean Ambrose nicht das Match? Weil Dean Ambrose hat ja eigentlich noch eine Rückmatch-Klausel. Wobei, die gibt es ja in dem Sinne auch nicht mehr, weil Seth Rollins hat ja auch keine mehr gekriegt. Damals, wo er den Titel verloren hat an Dean. Gut. Vielleicht kann man so wenigstens Seth Rollins auf die Card bringen, indem man sagt, okay, wir bringen Seth Rollins auf die Fastlane-Card, um ihm nochmal einen Push zu geben für WrestleMania, wo er dann eben Lesnar besiegt, wie du gerade schon gesagt hast.
Und da wäre auch noch Braun. Den muss man auch immer auf der Rechnung haben. Na, stimmt. Braun haben wir ja auch noch. Die Frage ist halt, was machen sie jetzt mit dem? Ich weiß es. Ich kann mir beim besten Willen nichts drauf überlegen, sag ich mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht kommt er noch in irgendeinem Match von Dings mit rein. Oder vielleicht, keine Ahnung. Oder sie haben ihn ganz abgeschrieben. Kann natürlich auch sein. Das wisst es halt eben nicht. Ja. Wo war ich gerade? Genau. Ich muss gerade selber nochmal überlegen, dass ich hier nicht irgendwelches wirres Zeug erzähle. Wie gesagt, Bobby Lashley hatte ich. Becky Lynch und Ronda Rousey hatte ich. Hä? Hast du hier ein Loch drin? Du hast hier kein Loch drin. Das ist ein lochloser Deckel, okay. Okay. Kann man nicht abschreiben. Na natürlich, man kann nicht abschreiben. Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass man ihn abschreiben kann. Soviel zum Thema dicht. Soviel zum Thema dicht. Ja. Nein. Natürlich, man kann ihn nicht abschreiben, das ist richtig. Und vielleicht. Ich meine, das Einzige, was ich jetzt noch von Braun Strowman weiß, dass er, naja, er will ja eigentlich immer noch. Er will ja eigentlich immer noch Lesnar in die Finger kriegen. Jetzt ist die Frage. Wird das bei WrestleMania dann vielleicht ein Triple Threat Match? Lesnar, Strowman und Seth? Kann ich mir das nicht vorstellen, weil. Na gut, er kann ja vielleicht noch ein bisschen Wut auf Seth haben, weil Seth hat ja Braun Strowman rausgeschmissen beim Rumble. Als letzter sozusagen. Hast ja selber gesehen, was passiert ist. Also. Vielleicht verkraftet er das ja auch nicht und ist dann sauer auf Seth, deswegen. Wie gesagt. WrestleMania ist jetzt noch. Lass mich lügen, bevor ich was Falsches sage. 3 Monate hin. Also, es kann noch alles passieren. In 3 Monaten kann so viel passieren. In 3 Monaten kann alles nochmal umgeworfen werden. Man siehe letzte. Letzten Evolution Pay-Per-View von der ersten Frauen-Pay-Per-View wurde so viel umgeschmissen, ne? Durch Verletzungen, durch alles andere, durch so viele Sachen wurden Matches umgeschrieben, ne? Es kann alles passieren. Seth Rollins kann jetzt plötzlich noch verletzt werden. Kann passieren. Bei dem Glück der WWE. Dann muss man was anderes finden, ne? Zum Beispiel. Jeff meinte übrigens, er hätte Brock Lesnar herausgefordert, wenn er hätte. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Ich meine, wenn ich so recht drüber nachdenke, Jeff gegen Lesnar. Keine schlechte Wahl. Aber wie gesagt, ich sag immer, in 3 Monaten kann noch viel passieren. Und nur weil jetzt gerade im Moment jemand, den man mag, vielleicht gerade nicht gut eingesetzt wird. By the way, Alexa wird sowieso nicht gut eingesetzt, aber ist egal. Muss ja nicht heißen, dass es jetzt
für immer so ist. Wer sagt, dass Jeff, Finn, wie sie alle heißen, jetzt schlecht eingesetzt werden und dann in Zukunft auch immer schlecht eingesetzt werden. Es kann immer noch sein. Mein armer Jeff, ich weiß nicht, ob ich das sehen wollen würde, ja. Naja. Wenn er am Ende gewinnt, ist doch alles kein Problem. Jeff hat auch schon Triple H besiegt. Triple H ist jetzt kein Lesnar von der Körperstatur her, aber es ist auch relativ heftig. Wie gesagt, Jeff kann immer noch in naher Zukunft WWE Champion werden. Jeff könnte sogar vielleicht sogar noch Universal Champion werden, wenn die WWE das will. Also, wer sagt dir, dass Jeff in einem Jahr nicht bei Raw ist und dort Universal Champion ist, zum Beispiel? Oder dass er mit dem Jeff, keine Ahnung, zu Raw geht und tritt dort dann die Seth Rollins an, zum Beispiel. Das kann alles passieren. Unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Wie gesagt, das ist das. Das Problem ist das jetzt nicht, aber es ist das, was man sich immer im Kopf behalten muss. Nur weil jetzt deine Lieblingsleute nicht eingesetzt werden oder schlecht eingesetzt werden, heißt das nicht, dass sie nicht in Zukunft so eingesetzt werden. Er hat auch schon Big Show besiegt, ist mir klar. Aber bei den ganzen F5s etc. von dem wird mir das so schon schlecht, wenn ich nur daran denke. Das hat ja bei Finn schon etwas wehgetan, ja. Solange es nicht so gezogen wird wie bei Seth. Ich meine, 6 F5s am Stück. Oder letztes Jahr letztes WrestleMania Roman Reigns, die ganzen F5s, die er abgekriegt hat. Und immer wieder ausgekommen ist aus dem Pin. Also, es ist schon. Ich sage jetzt nicht, dass er verschwinden soll, ja. Es ist deine Meinung. Du sagst, ich brauche ihn jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Brock Lesnar da ist. Habe ich schon immer, sage ich immer wieder. Mein Problem ist, dass er Champion ist und nie da ist. Oder nie da, selten da ist. Das ist das große Problem, finde ich, an Lesnar. Der kann von mir aus seine Fehde mit John Cena, mit Braun Strowman. Oh, hier beliebige Namen einfügen. Haben. Aber keinesfalls Titel. Ich bin immer noch der Meinung, der Titel wird einfach so mehr oder weniger geschwächt. Weil. Du siehst niemanden, der den Titel verteidigt. Doch Lesnar ab und an mal. Zweimal im Jahr verteidigen und die Titel verteidigen oder so. Oder in einem halben Jahr oder was weiß ich. Wenn man Glück hat. Das ist mein Problem. Weil, beziehungsweise, ich finde sogar, der Universal Title existiert nicht. Weil er ja nie da ist. Also, dass er nie da ist, kann er auch nicht wirklich viel im Ringe. Also, wer braucht den? Ja, ja, das ist auch, das ist ein Argument. Er kann halt nicht viel. Er ist so ein typischer, ich hau drauf, mach Blatt. Bäh. Also, so eine Art Strowman ohne Moveset. Sozusagen. Ich weiß echt nicht, was Vince noch an dem findet. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde eigentlich Brock Lesnar an sich
bringt der WWE keinen Mehrwert. Der ist teuer, nie da. Und bei ihm, ich finde, bei ihm hat man die größte Sorge, dass er Leute verletzt. Weil er einfach doch sehr oft unsauber im Ring ist. Es ist einfach so. Das ist das Problem, finde ich. Es hat keinen Mehrwert. Und was Abschwächung angeht, geht nichts über den US-Titel. Der wird rumgereicht wie eine Dorfmatratze. Sagst du gleich wie eine Dorfnutte. Sagt es aber dasselbe aus. Ja, natürlich. Das ist auch das. Der US-Titel ist sowieso der Titel mit dem niedrigsten Stellenwert bei WWE. An sich komischerweise. Ich meine, Shinsuke hatte den, glaube ich, ein halbes Jahr gehabt, war nie da. Verliert an Rusev. Ich glaube, bei der ersten oder zweiten Verteidigung oder was weiß ich. Ja. Und jetzt, dann gewinnt dann wieder an. Gewinnt er wieder beim Rumble gegen Rusev und verliert dann wieder an R-Truth, den wohl lächerlichsten Charakter bei SmackDown ever. Also, mal abgesehen von James Ellsworth. R-Truth tanzt ja wenigstens noch und hat einen relativ lustigen Charakter. Aber es ist doch einfach nur lächerlich und dann auch auf welche Art und Weise. Ja, das ist auch noch der Fall. Oder wie habe ich jetzt hier reingeklickt? Er ist vom Design her relativ. Er ist nicht so Standard wie die anderen. Der WWE-Titel, der Universal-Titel sehen ungefähr identisch aus, nur in der Farbe ungefähr etwas anders. Während. Der Intercontinental Championship sieht seit mehreren Jahren gleich aus, nur dass er halt, glaube ich, vom schwarzen Gürtel zum weißen Gürtel gewechselt ist. Und das ist jetzt, glaube ich, auch schon seit gefühlt einem Jahrzehnt. Aber ich möchte hier nicht über Designs philosophieren, weil im Endeffekt ist alles so, wie es ist. Aber, wo war ich genau? Ich finde, die WWE macht schon viele Fehler, was halt eben die Titel angeht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, einen United States Champion ist für mich momentan nicht ernst zu nehmen, weil so ein wirklich richtiger Champion gibt's ja nicht, weil der hat mal den Titel, der hat mal den Titel, der hat mal den Titel. Wenn so der Titel so ein halbes Jahr oder so bei einem Shinsuke bleibt, dieser aber auch da ist und ihn verteidigt, habe ich nichts dagegen, dass man dann am Ende verliert. Nur ist es dann scheiße, wenn man dann wieder zurückkriegt, nur um in der darauf folgenden nächsten Ausgabe ihn dann wieder zu verlieren. Das sind Fehler, die WWE schon immer gemacht hat. Warum machen die sowas? Also nicht immer, aber meistens jedenfalls. Man gibt Shinsuke erst den Titel. Das muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum Shinsuke bei Rusev den Titel gewonnen hat. Keine Ahnung, man ist nicht begeistert von Rusev gewesen oder was weiß ich. Muss doch ja irgendeinen Grund gehabt haben. Dass man jetzt R-Truth in Titelmatch bei Schlag mich tot bei Dings. Bei SmackDown Studios. Da war ich komplett weg. Bei SmackDown gibt. Mag ja vielleicht noch irgendwo legitim sein. Aus welchen Gründen auch immer. Nur, dass er am Ende den Titel auch noch gewinnt. Das ist der Knack, wo ich mir denke, so, hä? Ich meine, R-Truth ist jetzt keiner, der, wo man sagt, der wird nie Champion werden. Der war schon mal Champion. Das ist richtig. Allerdings ist das für mich.
Komme ich gleich noch zu sprechen. Nein. Ja. Wo war ich denn jetzt genau? R-Truth ist jetzt jemand, nicht jemand, wo man sagt, der könnte keine Titel gewinnen. Ganz im Gegenteil, R-Truth, wenn man den richtig einsetzt, könnte der wahrscheinlich noch was leisten. Gehe ich mal davon aus. Es ist keiner, der keine Moves drauf hat, finde ich. Problem ist halt, wie gesagt, nur mit seinem momentanen Charakter kann ich ihn mir einfach nicht als Champion vorstellen. Nur weil er jetzt zweimal hintereinander den Titel gewonnen hat, beziehungsweise immer gewonnen, immer verteidigt hat. Das macht für mich noch kein Champion aus. Vor allem nicht auf die Art und Weise. Er hat Shinsuke nicht legitim besiegt. Ich nenne es einfach mal Ringrichterfehler. Er hat Rusev ebenfalls durch Einroller besiegt. Auch kein richtiger Sieg, finde ich. Ja, muss ich noch irgendwas... Ja, ich... Da gehe ich auch davon aus, man hat einfach nur... versucht... Ja gut, okay, wenn man jetzt überlegt, man wollte Lana verletzen, also jetzt nicht direkt verletzen, sondern halt wirklich für die Zuschauer verletzen, damit halt Becky Lynch in das Match kommt. Mag ja irgendwo legitim sein, man hätte es aber auch anders machen können. Entweder man verletzt, man macht diese Aktion, die man halt Lana eben verletzt hat. Wie man es bei Rumble gesehen hat. Nur kommt Rusev dann wieder zu sich und verteidigt den Titel trotz der Verletzung Lanas. Alles wäre normal. Lana wäre verletzt und Rusev hätte den Titel noch. Also ist, man kann hier nicht einfach sagen, ja, man müsste jetzt Shinsuke die Titel geben, nur damit man Lana verletzen kann. Also es ist nicht unbedingt jetzt... Man hätte es auch ohne machen können. Man hätte zum Beispiel machen, Shinsuke knockt Lana aus, weiß die da runter. Und das nutzt dann Rusev zum Sieg. Zum Beispiel. Aber guck mal, hast du jetzt so geregelt. Gut, jetzt, wenn man es so regelt, kann man doch nicht einfach sagen, okay, wir geben jetzt R-Truth bei SmackDown den Titel. Und wenn das wirklich bei SmackDown ein Fehler vom Ringrichter war oder eine Art Botch vom Ringrichter, warum setzt man dann dieses Titelmatch nochmal an, dieses zweite Titelmatch an und lässt dann R-Truth trotzdem verteidigen? Das ist ja das, was ich sinnlos finde. Warum? Ist nicht, aber wer nimmt das denn bitte? Ja, naja, das ist ja das Problem, den kannst du einfach nicht ernst nehmen. Der ist zwar jetzt Champion und vielleicht machen sie jetzt was aus seinem Charakter. Das mag ja alles sein. Nur für mich hat das ganze Segment an sich keinen Sinn gemacht. Wenn ja das erste Match so irgendwie als Botch deklariert ist, oder so, zumindest sehen die meisten Leute als Botch. Warum hat man dann, wenn man Rusev rausschickt und Titel gewinnt, um R-Truth herauszufordern, warum lässt man dann R-Truth trotzdem verteidigen? Da hätte man doch hier den klaren Schluss, das klar wieder ändern können. Sagen können, okay, hier gewinnt jetzt Rusev. Da ist der Titel zwar wieder bei Rusev, was auch wenig Sinn macht, aber immerhin hätte man hier Rusev den Titel wieder gegeben, hätte er eben den Titel. Wäre zwar für Shinsuke wieder scheiße, aber da hätte man bei Elimination Chamber vielleicht wieder irgendwas regeln können, dass er dort wieder den Titel kriegt. Oder von mir ist in der nächsten SmackDown-Ausgabe, was zwar den Titel auch ziemlich scheiße darstellt, aber immerhin wäre dann der Titel wieder bei Shinsuke. So wie man es eigentlich gedacht hatte. Ja.
Genau, um den kompletten Schlecker zu ziehen. Natürlich, genau. Das andere kann ich mir nicht vorstellen. Oder war das eine Wiedergutmachung dafür, dass Naya beim Rumble immer Möbel hat? Gut, ich weiß jetzt nicht, warum er das Titelmatch gekriegt hat. Es kann sein, dass man ihm das Titelmatch gegeben hat, also Storyline-bedingt, weil er von Nia Jax ausgenockt wurde. Das kann natürlich sein. Aber dass man den Titel gibt wegen Nia Jax, macht eigentlich in dem Sinn keinen Sinn. Wäre natürlich auch... naja... lässt sich Storyline-technisch aber schwer verkaufen. Finde ich. Im Endeffekt, wir können es im Gegenteil nicht ändern, es ist wie es ist und es bleibt so. Du kannst nichts dagegen tun mehr. Wir können nur hoffen, dass man jetzt entweder was aus Artfood macht und ihn zum relativ guten Champion macht, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, oder er spätestens bei Elimination Chamber den Titel wieder verliert, welcher übrigens in 2 Wochen ist. Aber wie gesagt, im Endeffekt, mal schauen. Ansonsten, wie gesagt, finde ich es einfach irgendwo... Ich meine, es ist momentan das... Also an sich das WWE-Produkt nicht schlecht. Also, was heißt nicht schlecht? Also, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich sage ganz ehrlich, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Im WWE-Bereich. Es ist aber jetzt nicht so schlecht, dass ich sage... Will ich nicht mal gucken. Ich finde, WWE ist irgendwo dann doch, es ist halt eine Show, muss ich immer wieder sagen, es ist halt eine Show, die vorprogrammiert ist, die aber auch Fehler enthalten kann, die halt eben das Vorprogrammierte ein bisschen verschieben. Wo wir gerade bei Artfood sind. Weil, du kannst im Endeffekt eins, du kannst, ich sag jetzt mal grob, das heißt 3 Sachen kann ich nicht sagen. Du kannst hier, in dem Sinne kannst du nur 2 Sachen jetzt machen. Entweder du sagst dir, ich höre auf WWE zu gucken, weil es macht keinen Sinn, es ist scheiße. Ist seine rechtmäßige Meinung, das zu sagen. Kann man sagen, es ist so, wie es ist. Ich würde da jetzt auch nicht dagegen ansagen. Oder du guckst einfach weiter und denkst dir, ja, shit happens. Shit happens. Ich bin jetzt so ein Fall, wo ich mir sage, shit happens. Weil, aber das Problem ist einfach nicht, weil... Ich gucke ja WWE nicht nur wegen dem, was passiert, sage ich immer. Ich gucke ja WWE im Grunde, weil ich mit Wrestling unterhalten werden will. Warte, ich gehe mal kurz auf deine. Ich hoffe nur, dass Jeff den Titel holt, auch wenn meine Hoffnungen mal wieder sehr gering sind, aber gebe ich nicht auf. Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Die probieren gerade eine Menge aus, wie mir scheint. Ja. Ja, Vince hat, weiß ja selber, Vince hat ja im letzten Jahr war das irgendwann an, oder war das am Anfang des Jahres? Ist egal, hat er gesagt, er will die WWE komplett umkrempeln. Und man sieht momentan diesen Umbauprozess. Man sieht ihn einfach. Man sieht, da wird Sachen probiert, dort werden Sachen probiert. Man sieht es einfach.
Und genau das, boah, das ist nicht das Problem, das ist, finde ich gar nicht mal so verkehrt, dass man da auch irgendwo erkennt, dass hier irgendwas, was du so nie erwarten würdest, passiert. Wobei, die Frage ist halt, wie es halt, siehst es halt. Aber, ob das nun gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, finde ich. Es macht mir Spaß, wie es ist. Man fragt sich nur oft, wie sich die WWE bei manchen Storys dabei denkt. Ja. Und eine Nia Jax bei den Männern. Wie gesagt. Wo war ich genau? Ich gucke ja Wrestling. Nicht wegen dem... Ich gucke Wrestling nicht nur bedingt wegen dem Wrestling. Ich sage mir immer, wenn ich richtiges, gutes Wrestling sehen will, kann ich auch mal sehen bei mir anderen. Wenn ich richtig gutes Wrestling sehen will, dann gucke ich mir irgendwelche Independent-Ligen an, dann gucke ich mir... Ich könnte natürlich sogar einen... Guckst du dir Impact an? Guckst du dir Ring of Honor an? Guckst du dir irgendwelche kleinen Indie-Ligen an? Da ist das Wrestling noch gut. Also, was heißt gut? Das, wie gut das Wrestling ist, hängt auch immer von Wrestlern selber ab. Da ist das Wrestling noch gut. Da ist aber auch das Wrestling entscheidend, weil du hast nicht einfach diese Stories, die du erzählen kannst. Bei WWE, finde ich, ist das Problem, die brauchen die Stories, um auch mit zu unterhalten. Ob die nun gut oder schlecht sind, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. An. Dann muss Kingdom Hearts eben. Ich hätte beinahe gesagt, warum machst du nicht beides? Warum guckst du nicht Raw und spielst nebenbei Kingdom Hearts? Wobei, das ist wieder das Problem. Gerade Kingdom Hearts muss ja. Ich weiß, Kingdom Hearts ist ein Spiel, wo du dich auf die Story auch konzentrierst. Und wenn du dann nebenbei Raw guckst, ist das kacke. Aber wie gesagt, im Endeffekt musst du es wissen. Aber, wo war ich jetzt genau? Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ich wiederhole mich jetzt wieder, aber willst du WWE, ich gucke WWE, wie gesagt, nicht, weil es wegen dem Wrestling, also ja, wenn ich wirklich gutes Wrestling will, dann würde ich ein Punkt ist, warum ich WWE einfach weiter gucke, ist, ich habe keinen Bock, ein neues Network zu abonnieren, um irgendwelche Independent-Liga-Wrestling-mäßig zu gucken. Das ist das Problem. Ich habe das Network abonniert und das reicht. Und Wrestling halt. Nee. Ich muss aber auch sagen, wo wir schon dabei sind, ich hänge sehr, sehr an WWE in dem Sinne. Weil ich muss sagen, WWE hat so eine, das ist so eine Art emotionale Bindung. Ich gucke seit fast 12 Jahren, was heißt nicht gucken direkt, aber ich verfolge seit fast 12 Jahren, das sind schon 12 Jahre, WWE. Das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt oder geschrieben, oder weiß ich jetzt nicht. Also ich bin da schon relativ lange dabei. Ich habe Hochs gehabt, ich habe Tiefs gehabt, ich habe eine Phase gehabt, wo ich überhaupt keinen Bock hatte. Was allerdings eben nicht daran lag, dass WWE scheiße war. Ganz im Gegenteil, das Jahr, wo ich nicht geguckt habe, war, soweit ich weiß, eben das Jahr, wo relativ viel passiert ist. Das war, glaube ich, die Zeit nach AJ Lee, wohlgemerkt. Welche ich übrigens sehr mochte. Ich kann nur mal sagen, AJ Lee ist, sage ich jetzt mal, das, was Alexa heute für mich ist. Damals war AJ Lee eben meine Alexa, sozusagen.
die mich kennen, die wissen, was ich jetzt damit meine. Und das war halt die Zeit nach der WWE, wo halt, ich glaube, das war die Zeit, wo dann Sasha Banks zur WWE kam und hast du nicht gesehen, wo, also wo Charlotte, Sasha, Becky, wo die alle zur WWE kamen, von NXT hoch. Die Zeit habe ich komplett verpasst. Das finde ich leider schade. Das Gute ist, das komplette Jahr, was ich verpasst habe, genau. Also AJ, dann Sascha, dann Alexa. Und vor... Jetzt halte ich fest. Vor AJ, das war ein bisschen weiter weg. Ich sag mal 2008, 2009. War Eve Torres. Also es fing mehr oder weniger mit Eve Torres an. Hab ich dir, weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe. Und dann kam irgendwann AJ ein paar Jahre später und dann kam Sascha und dann jetzt Sascha. Ah, bin so ein kleiner Weiberheld. Oh mein Gott, ja, ich lese es gerade. Ich möchte mich schon auf beides konzentrieren. Also ich lese gerade mal kurz. Also eines nach dem anderen. Ja. Wie gesagt, das musst du endlich wissen. Ich mach das lieber so. Wenn ich Raw gucke, zocke ich lieber nebenbei mit. Weil ich finde, dass da, wenn zum Beispiel Raw läuft, weiß ich, ich mache sowieso nichts anderes am Rechner, dann kann ich zocken. Deswegen, ich will das sowieso in Zukunft so haben, wenn ich Raw gucke, wenn ich SmackDown gucke, wenn ich Pay-Per-Views gucke, wird das ein bisschen schwierig. Aber wenn ich Raw gucke, wenn ich SmackDown gucke, wenn ich NXT gucke, nebenbei zocken, weil da mache ich am Rechner sowieso nichts anderes, da habe ich Zeit. Wenn ich nicht gerade Supercard spiele. Was ja gerade momentan ein bisschen im Hintergrund gerät. Aber ist egal. Ja. Aber wie gesagt, so mache ich das halt. Ich meine, da ist die Konzentration zwar von Raw oder so weg, allerdings schwankt mein Kopf immer rüber. Also, müsst ihr euch vorstellen, hier ist mein Fernseher, wo das Spiel drauf läuft. Keine Ahnung, Kingdom Hearts, Wrestling. Was habe ich letztens gespielt? Resident Evil 2. Raw läuft hier. Also immer wieder das Schwank rüber. Hä? Hä? Wenn gerade beim Spiel nicht viel passiert und wenn gerade der Cutscene läuft, kurz rüber gucken, was passiert da gerade. So ungefähr. Es macht es für mich einfach... Ich habe meinen Wecker umgeschmissen. Es macht es für mich einfach... einfacher. Weil ich möchte gerne momentan auch unter anderem Resident Evil spielen, um dann später auf den Livestreams vorbereitet zu sein. So ein bisschen. Aber das ist aber eine andere Geschichte. Das ist nicht so wichtig. Ja. Ich gucke Wrestling, weil es mir Spaß macht. Mich ablenkt und ich sehr viel damit verbinde. Ja, stimmt. Naja, mir geht es in dem Sinne genauso. Ich verbinde mit Wrestling auch so viele schöne Zeiten und viele schöne Tage. Weil ich kann mich erinnern, früher, da hat mein großer Bruder noch gelebt. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll, aber ich war derjenige, der die Folgen immer runtergeladen hat, weil er immer auf Montage war. Runtergeladen, ich hab's runtergeladen. Und wenn er dann am Freitagabend oder so wieder nach Hause kam, war das, was wir gemacht haben, haben uns hingesetzt, haben Raw geguckt, haben SmackDown geguckt, haben, keine Ahnung, haben irgendwelche Pay-Per-Views geguckt. Das ist das, was viele Monate lang eben passiert ist. Und wir hatten auch die Unterhaltungen, die ich mit dir in letzter Zeit auch immer hatte, was Wrestling angeht. Wenn wir nicht mit Wrestling, die habe ich mit ihm gehabt. Wir haben uns teilweise
über CM Punk unterhalten, was passieren könnte. Wir haben uns über den unterhalten, was passieren könnte. Wir haben uns über jeden möglichen Wrestler, den wir gesehen haben, unterhalten. Unsere Meinung dazu gesagt, was könnte passieren. Und, also das, was ich heute mit dir mache, habe ich früher unter anderem mit ihm gemacht. Und das... Das ist so die Sache, an die erinnere ich mich immer zurück, wenn ich gucke. Unter anderem. Und deswegen finde ich es schön, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich in dir jemand gefunden habe, der so, mit dem ich so ein bisschen auch darüber reden kann. Weil wenn ich das nicht hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich das weitermachen soll. Da würde ich wahrscheinlich Vlogs machen oder irgendwelche Videos machen, wo ich da darüber erzähle. Was allerdings auch ein bisschen blöd wäre vom Zeitmanagement her. Das sind so die... Wie gesagt, ich habe auch schon mehrfach erzählt, Wrestling habe ich angefangen, als ich... habe ich mit dem Spiel angefangen. Und dann nach und nach... Ja... Doch, ja. Beziehungsweise vorher warst du eher nur so seelisch die große Schwester. Jetzt bist du... Naja, du bist jetzt nicht wirklich, aber es. Du bist schon sowas wie eine Großschwester. Ich muss übrigens hier dann noch in Januar wechseln, weil wir haben morgen schon Februar. Ja, doch, kann man schon so sehen. Definitiv. Weil ich weiß, mit meinem anderen Bruder, Alex, kennst du ja, kann ich das nicht machen, weil er ist nicht so der Wrestling-Fanatiker. Er ist nicht so wie ich. Also er ist so das Pardon Fußball und hast du nicht gesehen, ne? Mit Wrestling kann der absolut nichts anfangen. Er war zwar kurzzeitig, ich weiß mal, schon Cena-Fan, aber das ist eher nur... Das ist halt... Es ist nicht sein Genre, wie ich so schön sage. Bei ihm unterhalte ich mich eher über andere Sachen. Bei dir kann ich mich halt über... Alles, was uns beschäftigt, unterhalten. Sei es Jeff, sei es Adam, sei es Wrestling, sei es Alexa, sei es Supercard, sei es irgendwelche Spiele. Mit dir unterhalte ich mich über alles, was uns betrifft, sage ich jetzt mal. Und mit ihm halt über andere Sachen. Ich kann mich mit ihm jetzt nicht über Fußball unterhalten, weil ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Wo ich gerade dabei bin. Ich wurde heute auf Arbeit übrigens gefragt, warum ich denn nicht Fußball spiele. Ich habe gesagt, weil ich nicht kann, weil ich das Tor aus 2 Zentimetern Entfernung nicht treffe. Ich kann mit Fußball absolut nichts anfangen. Ich weiß nicht, ich kann damit absolut nichts anfangen. Für mich ist Fußball nicht der Sport, den ich gerne gucke. Wenn ich das gucke im Fernseher, denke ich mir... Da rennt 22 Mal den Ball hinterher. Wunderbar. Geil. Finde ich nicht geil. Naja. Allerdings, wenn sich 2 halbnackte Männer im Ring gegenüberstehen und sich gegenseitig showhaft verprügeln, das feiere ich. Mag vielleicht irgendwo für den einen oder anderen komisch klingen, aber es ist einfach so. Ich feiere lieber diese Show, wo schon vorbestimmt ist, wer gewinnt, als dass ich mir 90 Minuten ein Fußballspiel angucke, wo Leute den Ball hinterherrennen, sage ich jetzt mal. Es ist nicht meins. Ich sage nicht, dass es scheiße ist. Ich sage einfach nur, dass es nicht meins ist. Und ich werde definitiv nie ein Fußballfan werden. Es kann nicht so sein, sagen, wie es ist. Es ist einfach so. Leute, die es feiern. Es ist mir Rille. Habt euren Spaß mit Fußball, spielt selber Fußball, macht Fußball oder geht zu eurem Training oder was weiß ich, was da alles dazugehört. Von mir aus, macht es. Mich stört das nicht. Ich werde bloß nie ein Fan davon werden. Definitiv nicht. Und dann, warum ich mich mittlerweile so richtig mit dem Wrestling beschäftige. Nicht nur mit Jeff. Und ohne Jeff würde ich weder dich noch Marcel kennen. Ja, das stimmt. Jeff ist der Grund, warum wir uns kennen, genau. Ich war ja, beziehungsweise du hast dich damals ja mit Wrestling befasst, wegen Jeff befasst. Ich habe Wrestling ja mehr oder weniger früher
verfolgt. Hab dich dann irgendwann auf YouTube entdeckt. Durch SmackDown Vs. 2008. Genau so ähnlich war das, ja, genau. Und bei Marcel, hast du ja schon mal erzählt, wie das war. Ich weiß es jetzt nicht, das erzähle ich jetzt nicht irgendwie weiter. Das ist jetzt nicht unbedingt wirklich wichtig. Adam interessiert dich ja auch nicht, nur nicht wirklich. Ja, das Problem ist, bitte, was heißt das Problem? Das ist ja wieder eine ganz andere Ebene, muss man dazu sagen. Gut, man muss bedenken, ich mache mehr Witze über Adam, als ich es schönere, sag ich mal, über ihn rede. Also, weißt es ja selber, wie ich gerne mal über den Herd ziehe. Es ist aber, ich sage jetzt aber nicht, weil ich finde es irgendwo blöde, wenn ich hier sitze, über Alexa philosophiere, die aber nicht zuhöre, wenn du was über Adam erzählst. Das finde ich irgendwie kacke. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich höre dir da auch zu dabei, wenn du über Adam was redest und gebe dazu auch meine Meinung ab. Weil ich könnte sagen, pass auf, schön, interessiert mich nicht, fertig. Aber ich finde es halt, wie gesagt, blöde, wenn ich hier über Alexa philosophiere, bla bla bla, dass ich dann ignoriere, was du sagst. Über Adam. Es ist so ein Geben und Nehmen, sag ich mal. Du hörst mir zu, ich höre dir zu. Wobei ich philosophiere jetzt nicht viel über Alexa rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir reden mehr über Adam, aber wenn ein Kerl jeden Tag irgendeine doofe Scheiße macht, oder jede Woche, dann gibt's halt viel darüber zu reden. Aber Adam wäre, es tut schon gut, nur immer mal wieder auszukotzen. Natürlich, das ist richtig, es ist immer gut, einfach. Du bist gerade sauer auf Adam oder du hast gerade wieder so deine Phasen, da tut das schon wirklich gut, mal zu sagen hier, bam, 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 einfach raus. Wenn du jetzt niemanden hättest, dann ist das natürlich kacke. Und gerade solche Sachen, man könnte sagen, dann mach doch Videos darüber, erzähl doch darüber. Das ist dann aber wieder kacke, weil dann sehen das ja 1000 andere Leute. Und das ist ja das, was du nicht willst. Du willst ja nur eine Ansprechperson haben, die dir zuhört, wenn du Probleme mit Adam hast. Und das ist das. Da bin ich gerne für da. Weil Ich finde, das mit Alexa ist jetzt bei mir jetzt nicht so schlimm wie bei dir mit Adam, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt immer das Verlangen, mich über Alexa auszukotzen. Ich mache immer Witze über Murphy oder so. Obwohl ich selber finde, Murphy ist als Wrestler und als das, was er ist, ist in Ordnung. Ich kann ihm sogar zugucken, ne? Beim Wrestling und beim, was er macht, und es feiern. Was du wahrscheinlich nicht könntest, wenn jetzt umgekehrt die ganze Sache wäre. Ja, du weißt, was ich meine. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Wir haben auch schon ernsthaft über Adam geredet. Das ist richtig. Das gehört aber auch dazu, muss ich sagen. Man muss zum einen, muss man halt eben. Ja, wenn es wirklich ein richtiges Problem ist, dann muss man auch ernst darüber reden. Man kann aber auch, gibt aber auch Phasen, wo man einfach nur Witze drüber machen kann, um den anderen wirklich so ein bisschen von dem Problem abzulenken. Auch mehr sagen als du über Adam. Und über Jeff haben wir, ja, aber Jeff, das mit Jeff ging ja auch 8 Jahre lang oder so, und da gab es auch so die so viele Skype-Gespräche und Sachen, und Jeff, und hast du nicht gesehen? Es ist definitiv. Ich sag immer, es ist gut, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Weil das einfach. Ich finde, das hilft einfach über diese Phase hinweg.
Wenn du verstehst, was ich meine. Wollte ich gerade sagen, Adam macht auch ständig irgendwas. Ich sage mal, komisches, was Alexa nicht macht. Ja. Das Einzige, wo ich mich bei Alexa aufregen könnte, wäre diese ganzen Schminksachen, die sie da immer macht. Von wegen so, ja, hier, guck mal, ich bin total geschminkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Freund von geschminkten Frauen, weil ich bin jemand, der... Ich will die natürliche Schönheit einer Frau sehen. Und Alexa ist jetzt, weiß Gott, keine Frau, die ungeschminkt hässlich ist. Nein. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, keine Frau ist ungeschminkt hässlich, weil hässlich bezeichnet immer so das Aussehen. Ja, natürlich, die heißt ja hässlich. Aber für mich gibt es keine vom Aussehen her hässlichen und schönen Frauen. Es gibt für mich charakterlich hässliche Frauen und charakterlich schöne Frauen. Ja, aber mehr aber auch nicht in dem Sinne. Weil irgendwo, natürlich, manche Frauen schminken sich auch nur, um gewisse Hautunreinheiten abzudecken. Alles legitim. Ich sage niemandem, dass er aufhören soll, sich zu schminken oder so ähnlich. Es ist einfach bloß, ich finde es einfach schöner, wenn die Frau ihr natürliches Gesicht zeigt, sage ich mal zum Beispiel. Aber gut, das ist wohl der Ansichtssache. Wo ich gestehen muss, Alexa geschminkt sieht Hammer aus. Auch wenn es manchmal noch eine Rette doch zu viel ist. Aber gut, Ansichtssache. So, jetzt muss ich mal gucken, was du so alles geschrieben hast. Du schreibst hier und ich gehe nur auf wenige Sachen ein. Ja, das gemacht. Wenn es darin danach ginge, hätte ich schon längst mal auf Insta über ihn abkotzen können. Aber da ich auch weiß, was andere davon halten würden, lasse ich das. Lasse ich das bewusst sein, weil es keiner verstehen würde, dass ich so denke, wie ich denke. Das ist. Genau, das ist das Problem. Es versteht einfach keiner, weil sich keiner die ganze Sache vorstellen kann. Weil sich. Ich dachte ganz ehrlich, 80% der Menschheit denken, Liebe ist einfach nur. Das kannst du mal eben einschalten und ausschalten. 80% der Menschheit denken einfach so. Liebe kannst du ausschalten. Du kannst es eben nicht ausschalten. Das ist ja das Problem. Wenn du Liebe ausschalten könntest, dann hättest du das schon lange ausgeschaltet, dann hätte ich das schon lange ausgeschaltet. Wobei, bei mir ist es jetzt nicht so wild, dass ich sage, es ist noch in einem Rahmen, wo ich sage, ich kann mit der Frau arbeiten, ohne dass ich in so eine Depri-Phase reinrutsche. Du verstehst, was ich meine. Also ich kann mich hinsetzen, Musikvideos schneiden, Bilder von ihr angucken und kann mir nur denken, ach, ist die süß oder ach, ist die toll und was weiß ich. Aber danach habe ich das Bild angeguckt, danach geht's weiter. So wie der Umschalter. Klick, Alexa. Klick, okay, jetzt zocke ich Resident Evil. Zum Beispiel. Oder klick, Alexa. Klick, jetzt gehe ich wieder arbeiten. Also es ist jetzt nur sinnbildlich gemeint. Jetzt nicht, dass es so ist. Weil so ähnlich, ich kann noch gut umschalten. Das ist ja das. Ich muss gerade selber mal gucken. Aber das Problem ist, es gibt 80% der Leute verstehen einfach nicht, was das überhaupt heißt. Ich liebe diese Person. Weil die meisten Leute einfach nur realistisch denken und sich denken, ja, Liebe ist vergänglich, Liebe ist gibt's nicht wirklich, es ist einfach, es existiert nicht.
Man findet die Frau einfach, indem man irgendwo hingeht. Und dann nimmt man sie sich, sag ich jetzt mal, in dem Sinne. Oder man fängt an, sie zu mögen oder nicht. Aber man kann nicht nach... Irgendwie kann niemand nachvollziehen, warum man sich jetzt in diese Frau verliebt, an die man ja normalerweise nicht rankommt. Oder warum man sich in diesen Mann verliebt, an den man überhaupt nicht rankommt. Auch wenn jetzt Adam sehr... Auch wenn du schon... Es ist nicht so, dass du an Adam nicht rankommst. Es ist halt nur... Er antwortet nicht. Punkt. Das ist halt der Punkt. Aber man kann es halt nicht nachvollziehen. Deswegen kannst du dich hinstellen und den Leuten sagen, Punkt, 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 so ist es. Aber es wird niemand verstehen, weil man einfach nicht das Verständnis dafür hat. Was findest du an der Frau toll? Du kriegst sie doch eh nicht. Oder was findest du an dem Mann toll? Du kriegst ihn doch eh nicht. Vergiss ihn einfach. Vergiss sie einfach. Geh raus auf die Straße, geh raus in den Club, such dir dort eine Frau und vergiss diese Person. Oder such dir dort einen Mann und vergiss diese Person. Das sagt man sich so leicht, aber es... Man muss erstmal in dieser Situation sein, um wirklich zu sagen... Und zu verstehen, wie das sich überhaupt anfühlt. Ach, ich nehme meine Punkte weg. Ist egal. Bester Spruch ever. Vergiss ihn einfach. Oder vergiss diese Person einfach. Wenn es so einfach wäre, dann würde man das schon lange tun. Das ist eben das. Ja. Wo war ich jetzt? Ich muss nochmal weiter hochscrollen gerade. Abkürzt, bla bla bla. Verstehe ich nicht. Ich habe mit meinem Papa früher auch oft die Bundesliga geschaut und sogar mit ihm Wetten gemacht. Aber heute feiere ich nur noch die großen Events wie EM und EM. Ich bin halt, wie gesagt, ich habe gerade schon mal erzählt, Fußball ist absolut nicht mein Ding. So oft. Ich kann mich hinsetzen und so ein Fußballspiel gucken. Es wird für mich immer derselbe langweilige Scheiß sein. Für mich, weil es einfach nichts für mich ist. Es ist nichts für mich. Ich merke das immer wieder. Aber je nachdem. Wahrscheinlich würde ich auch sagen, wenn man einen Ansprechpartner dafür hat, wenn man jemanden hat, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich mit ihm quasi auch über dieses Thema unterhält, dann vielleicht dann entwickelt sich da so eine gewisse Sympathie für dieses Event oder für diese Sache an sich. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht unbedingt die große Lust, mich hinzusetzen und mich über Fußball zu unterhalten. Wiederum aber höre ich dir auch zu, wenn es um die EM und WM geht. Da höre ich mir schon gerne an, was Frankreich wieder gemacht hat oder wie es in Frankreich lief. Aber es ist halt eben nur eben das Bedingte, was halt auch dich interessiert, mehr oder weniger. Ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und Fußball verfolgen, nur weil es halt eben gerade da ist, sag ich mal. Ich merke es halt auch immer wieder, so in Sachen Spoiler-mäßig. Beim Fußball sage ich mir, ja, von mir aus sagen wir die Ergebnisse, mir leckt mich am Arsch, mir egal. Frankreich gewinnt 3-0 gegen Deutschland zum Beispiel. Ja, okay. Geil. Beim Wrestling hingegen ist es so, verrat mir bloß keine Ergebnisse. Ich will beim Wrestling nicht gespoilert werden. Das ist halt immer der Unterschied. Beim Wrestling keine Spoiler. Nichts. Weil ich... Ja, der Dings, was passiert,
ist vorherbestimmt, größtenteils. Allerdings, ich selber als Person, wenn ich jetzt Raw gucke oder so, weiß ich ja nicht, was passiert. Die, die die Show machen, die wissen ja schon, was passiert. Allerdings, ich weiß es nicht. Und ich will ja sehen, was passiert. Und wenn ich dann zum ersten Mal sehe, was passiert, dann kann ich entscheiden, ob ich es feiere oder nicht. Wenn ich jetzt allerdings hingehen sehe und da oder höre, ja, Braun Strowman fordert Seth Rollins um den Titel heraus, jetzt mal blöd gesagt, ist jetzt nicht passiert, wird wahrscheinlich nicht erstmal nicht passieren, aber jetzt mal so als Beispiel, dann ist für mich diese Überraschung dahinter einfach weg. Dann denke ich mir, ja, jetzt passiert das, gut ist. Da ist und diese Freude, dieses oh, geil Gefühl einfach weg. Weil ich weiß es ja dann schon. Genau das ist das, was ich haben möchte. Deswegen gucke ich Wrestling. Weil ich es das sehen will. Wenn ich Fußball gucke, da ist es mir scheißegal, ob Deutschland ein Tor trifft. Oder ob Frankreich ein Tor trifft. Ob Spanien ein Tor trifft. Ob Dortmund ein Tor trifft. Ob Bayern ein Tor trifft. Nennen wir ihr x-beliebige Mannschaft einfach, die ein Tor schießt. Das ist mir egal. Weil es juckt mich nicht. Oder wer gewinnt die Bundesliga? Das ist mir auch egal. Kannst du mir gerne sagen. Weil das ist da genau das, was mich... Da weiß ich Bescheid. Okay, Deutschland hat die WM gewonnen. Frankreich hat die EM gewonnen. Oder was weiß ich. Alles jetzt nicht richtig, was ich jetzt gesagt habe. Aber so, du weißt, so ungefähr. Aber... ist mir einfach unwichtig. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen denke ich mir immer, wenn ich jetzt Rumble geguckt, zum Beispiel wenn ich jetzt Rumble geguckt habe, finde ich es halt immer schade, wenn mir jemand kommt und mich fragt, wie Rumble ausgegangen ist. Ich meine, ich habe kein Problem damit, zu ihm zu erzählen, Becky Lynch hat einen Rumble gewonnen, Seth Rollins hat einen Rumble gewonnen, Punkt, 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 hat das und das gewonnen. Habe ich kein Problem damit. Ich finde es halt nur immer schade, dass es halt eben nur so abgetan wird. Ja, okay. Mein Rumble ist passiert und gut ist. Mehr interessiert mich nicht. Ich will nur die Ergebnisse wissen. Finde ich halt immer schade. Wenn es dich nicht interessiert, dann. Wenn es mich an sich interessiert, wäre es mir doch auch egal, wie der Rumble ausgegangen ist, zum Beispiel. Auch gut. Damit habe ich kein Problem, Leute, das zu erzählen. Habe ich kein Problem damit. Das ist. Finde ich halt immer schade. Wenn man immer so tut, ah, Wrestling, oh, toll. Aber in Wirklichkeit sich einfach nur dafür die Ergebnisse interessiert. Finde ich halt immer ein bisschen schade. Ja, stimmt. Sie macht da schon viel. Und das hat sie gar nicht nötig. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es gibt Frauen wie mich, die finden Adam zum Beispiel total heiß, und dann gibt es Frauen, die finden George Clooney heiß. Das ist eben, ja, natürlich. Es ist halt unterschiedlich. Es ist halt, ja. Und das ist gerade das Gute, wenn jeder Adam geil finden würde, wenn jeder George Clooney geil finden würde, das wäre doch langweilig. Da denkt er sich, oh, da könnten die sich schlank anstellen und jeder kommt vorbei und sagt, ja, du bist geil, 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 du bist geil. Ich finde, so als Promi, wenn du so zweigeteilt bist, die einen sagen, du bist geil, die anderen sagen, du bist scheiße. Das finde ich gar nicht so verkehrt, weil mich muss nicht jeder gut finden, mich muss nicht jeder toll finden, mich muss nicht jeder geil finden. Kann genauso gehen und kommen und sagen, pass auf, Christian, du bist ein Hurensohn, du bist ein Wichser, ich mag dich nicht. Okay. Habe ich kein Problem damit. Du magst mich nicht, du musst dich nicht mit mir abgeben. Tschüss. Genauso kann ich das auf... So ist das eben. Geschmäcker sind verschieden. Die einen mögen dich, die anderen mögen dich nicht, die anderen mögen den Promi, die anderen mögen den Promi, die anderen mögen... Wobei, Hashtag Promi, oder... Anführungszeichen Promi. Es ist einfach so. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich schreibe, ja, du schon. Ja. Finde ich aber auch mal schön. So habe ich wenigstens so mit. Ich habe momentan so einen Redefluss, merkst du?
wenn nicht viel geschrieben wird, da kommt ab und an mal ein Satz. Zwei Sätze. So ein bisschen. Ab und an mal. Wenn ich gerade was zur Thematik sagen kann. Bumm. Aber wenn immer geschrieben, kann ich... Verstehst du? Dieser Redefluss nach und nach von Thema zu Thema hüpfen. Das... Ich finde, so läuft ein Stream normalerweise. Immer wieder auf die Kommentare eingehen, die der Chat bringt. Und dann kann's... Da geht's. Dann läuft's. Deswegen bin ich... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, deswegen bin ich froh, so klein zu sein, dass ich nur eine minimale Zuschauerschaft habe. Ich habe lieber einen Zuschauer, der ständig schreibt, als 100, die ständig schreiben. Du kannst da irgendwann nicht mehr mitkommen. Wobei, wenn ich 100 habe und zwei Leute schreiben, ist das auch okay. Aber wenn im Chat halt nicht viel los ist und nur eine oder zwei Personen da sind, dann kann ich auf alles eingehen. Das geht, das funktioniert. Deswegen finde ich das schön. Es kann, glaube ich, keiner so wirklich... Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich mache YouTube bzw. Twitch, damit ich gesehen werde. Ich finde es aber schön, wenn die Zuschauerschaft klein bleibt, weil so kann ich auf den Chat eingehen. Es sei natürlich, da kommt ein Hater vorbei, der... Keine Ahnung, du bist schwul, du bist scheiße. Der wird weggebannt und gut ist. Gut. Das ist dann wieder so, gut, seine Meinung, okay. Was heißt seine Meinung? Ist vielleicht eine schlechte Meinung, aber den bannst du weg, dann ist er weg, dann interessiert er sich nicht mehr für mich. Dann interessiere ich mich nicht mehr für ihn. Zum Beispiel, oder ich bann weg, je nachdem. So find, ich finde das aber so in einem kleinen Kreis einfach super. Es ist... Ich meine, wenn jetzt 100.000 Leute schreiben, da kannst du auch reden. Da kannst du auch versuchen, auf das einzugehen, was da passiert. Allerdings ist da so viel Shit drin, da wird das der ganze Shit, der da geschrieben wird, der bedeckt quasi diese Kommentare, die man dann doch vorlesen möchte und darauf eingehen möchte. Weil dann siehst du ein Hi, dazwischendurch mal so eine Frage, die du eingehen kannst. Und die übersiehst du dann quasi, weil ständig runterwärts geht. Deswegen finde ich dann so, wie es gerade ist, angenehm. Ich finde jeden, der hierher kommt in meinen Stream und schreibt oder mir sich das anguckt, wunderbar, alles toll, wunderbar, könnt ihr gerne machen. Habe ich kein Problem, ihr könnt auch schreiben, solange... Ich meine, wenn die Leute da sind und schreiben, finde ich alles toll. Ich hoffe halt nur, dass es halt eben so in dem kleinen Rahmen bleibt, weil das für mich einfach schöner ist. Weil je größer die Zuschauerschaft ist, desto höher ist die, die Erwartung, die man an einen setzt. Verstehst du? Die Leute erwarten von mir, dass ich professionell bin, dass ich streame, wenn... um gewisse Zeiten streame, wie es halt angekündigt ist, beziehungsweise wie ich es gesagt habe. Und das ist eben die Sache, die ich nicht möchte, dass die Leute eben erwarten, dass jetzt was kommt. Weil wenn Leute erwarten, dass was kommt und es nicht kommt, dann ist das wieder scheiße. Dann fangen die Leute an rumzufragen, wann kommt jetzt der Stream? Oder wann kommt jetzt das? Wann kommt dies? Oder wann streamst du mal wieder? Wann kommt mal wieder ein Video von dir? Wann kommt mal das? Das ist das, was ich nicht möchte. Weil ich... Gut, die Leute können natürlich fragen. Ja, wenn es einer ist, der fragt, sage ich nicht. Dann sage ich, okay, pass auf, ich weiß es nicht. Punkt. Aber... Ich halte das lieber im kleinen Rahmen. So, jetzt muss ich mal... Ich glaube, du hast bestimmt schon wieder einiges geschrieben. Ich sehe es nämlich gerade noch nicht. Ja... Ich darf nicht zu viel machen mit Adam, sonst fange ich wieder an zu viel zu denken. Sei froh, dass es bei dir so ist. Ja, deswegen ich sehe es ja, wie es bei dir ist. Deswegen kann ich ja noch irgendwo
Ja, das heißt, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es eben nicht nachvollziehen, weil es eben nicht so ist. Aber ich sehe es ja, wie es bei dir ist. Ich weiß ja, wie du tickst und wie du denkst. Ich weiß das ja. Jetzt bin ich auch wieder ausgeklickt. Deswegen. Viele ziehen das auch ins Lächerliche, weil sie meinen, man könne den anderen gar nicht lieben, und weil man ihn nicht persönlich kennt. Du allerdings ständig an ihn denkst, muss einfach nur bei ihm und einfach nur bei ihm sein willst, dann ist das schon Liebe, wenn du. Ja gut, man kann zum einen das Argument bringen. Pass auf, wie kannst du ihn überhaupt lieben? Du weißt doch nicht, wie er persönlich ist. Allerdings muss man hier auch im Gegenzug sehen, Moment, wenn du aber ständig an ihn denkst und bei ihm sein willst, dann muss ja auch irgendwo was dran sein, weil ich setze mich ja nicht hin und sage, ich liebe ihn oder sie jetzt mal aus Jux und Dollerei. Es sei natürlich, ich möchte nur, sag das nur, damit die Leute, wenn ich Aufmerksamkeit kriege. Ja, das ist so Ansichtssache. Was ist aber da bin ich eingegangen? Uiuiui, ist noch so viel, was nachlesen muss. Wenn man mehr oder weniger damit groß wird, schaut man es sich auch mal mit an. Und irgendwann hatte es mich dann auch gepackt. Wir haben früher so viel gemeinsam geguckt. Alleine das an dem Wochenende im Winter, wenn Wintersport lief. Aber seit. Warte mal kurz. Ich muss mal hier noch ein bisschen durchgehen, weil das ist gerade so ein bisschen. Spiel hat gerade so ein bisschen Stillstand, sag ich jetzt mal. Aus gewissen Gründen, weil ich. Das ist auch das Problem. Wenn ich so viel rede, hat das Spiel halt Stillstand. So ein bisschen. Das ist immer das Problem, was ich immer habe. Zu reden und gleichzeitig zu spielen. Weil dann will ich immer reden, will ich immer auf das erzählen, was da passiert, was im Chat passiert. Und dann spiele ich weniger. Aber seit er weg ist, hat sich mein Leben komplett ins Internet verlagert. Ich bekomme allerdings gar nicht mehr mit von dem, was ich früher so geliebt habe. Ja, das kann natürlich auch sein, dass man so gerne was gerne geguckt hat wie Wintersport, Fußball, hast du nicht gesehen. Und wenn dann der eigentliche Grund dafür, warum du das überhaupt geguckt hast und warum du angefangen hast zu mögen, wenn dieser Dings weg ist, wenn dieser Teil weg ist, was der Grund dafür ist, warum du Fußball geguckt hast, warum du Wrestling geguckt hast, warum du, zieh jetzt mal mit ein, obwohl du es nicht gesagt hast, warum du Wintersport geguckt hast, warum du es geliebt hast, der weg ist, entweder du rappelst dich hoch, sage ich jetzt mal, und fängst an, es zu verfolgen ohne ihn und chefst dadurch halt eben. Nee. Nicht darüber wegzunehmen, ich will jetzt nicht sagen, ihn zu vergessen, sondern halt eben, dass du halt wirklich, du guckst es trotzdem noch weiter, weil du es toll findest. Okay, es gibt aber auch Momente, wo du dann sagst, okay, ich kann es einfach nicht mehr gucken ohne ihn, weil entweder erinnerst du dich zu sehr an ihn oder es macht dir halt nicht mehr so viel Spaß, weil du halt nicht den Gegenpart dazu hast, mit dem du halt darüber diskutieren, philosophieren kannst, verstehst du? Das war bei mir so ähnlich, wo ich dieses komplette Jahr Pause gemacht habe vom Wrestling. Ich dachte erst, ich komme nie wieder zum Wrestling, weil was hält mich am Wrestling? Was hält mich einfach am Wrestling? Ist doch nichts mehr da, was mich am Wrestling hält. Also warum soll ich das noch weiter gucken? Naja. Dann kam ja mehr oder weniger Sascha ins Spiel sozusagen. Ich habe damals eine Raw-Ausgabe oder so ähnlich. Beziehungsweise, das war so, ich hatte damals Maxdome abonniert. Ich habe das glaube ich noch nie so genau, habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber ich habe damals Maxdome abonniert. Wegen anderen Sachen. Wegen irgendwelchen Serien, die da liefen oder so ähnlich. Hab da durch Zufall gesehen, dass die Wrestling haben.
beziehungsweise hat, ne? Das hatten die ja damals noch. Der Grund, warum ich Nexon übrigens deabonniert habe, weil die kein Wrestling mehr hat, ne? Hab da zufällig, wie gesagt, die aktuellste Folge eingeschmissen, die da gerade lief. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dann kam Sascha, dann ging's los, aber es. Naja, ich habe durch das Gucken dieser Raw-Ausgabe irgendwie gemerkt, du kannst das eigentlich auch gucken, ohne halt eben den Gegenpart. Erst einmal so. Was vielleicht ein bisschen traurig jetzt klingt, aber. Diesen Unterhaltungspart, was ich damals mit ihm gemacht habe, hat sich ja mehr oder weniger in meinen Kopf verlagert erst. So von wegen so. Ich habe darüber nachgedacht, was da im Ring passiert. Und was vielleicht als nächstes passieren könnte. In den nächsten Folgen. Ja, und irgendwann hat sich dann einfach wieder. Wie gesagt, ich habe angefangen, es immer und immer wieder zu gucken, jede Woche. Und habe dann irgendwann halt gedacht, oder gemerkt, ja, das ist. Ja, das ist meins. Das, beziehungsweise, ich war in Sascha verliebt, so ein bisschen, ja. Klar, aber. Ich habe aber auch gemerkt, es ist meins. Was das ist? Es ist meins. Das ist mein Sport, den ich gerne verfolge. Während andere eben gerne Fußball gucken, gucke ich eben gerne Wrestling. Es mag vielleicht nicht jeder nachvollziehen können, aber das habe ich halt in der Zeit gemerkt, wo ich dann wieder angefangen habe zu gucken. Und seitdem verfolge ich es eigentlich ständig. Ich nehme mir zwar immer wieder vor zu sagen, ich gucke jetzt noch NXT, NXT UK, alle möglichen anderen Sachen, die ins Network kommen. Ich interessiere mich auch für das ganze Hintergrund. Deswegen finde ich, im Network gibt es ja diese WWE24 Sachen, diese Dokumentation. Das hätte ich früher nie geguckt, weil ich mich auch damals nicht für das Hintergrundwissen interessiert habe. Inzwischen interessiere ich mich auch eben für das Hintergrundwissen. Hinter dem Ganzen. Nicht nur, was da am Ring passiert, sondern halt eben das, was auch wirklich hinter den Kulissen passiert. Wie, mal als Beispiel, wie geil wäre das zum Beispiel, wenn ich einfach mal mir Backstage ansehen könnte, wie das so funktioniert, wie die das planen, wie die das machen. Das fände ich so geil. Einfach mal Backstage bei Raw sein oder so, wie das alles abläuft, wie das funktioniert, die ganze Technik dahinter, wie die Leute ihr Zeug einproben oder wie sie das machen, ich weiß nicht, wie die das machen. Genau das ist nicht nur noch, ist inzwischen nicht nur das, noch das, nicht nur das, die Show an sich, sondern auch eben das Hintergrund, der Hintergrund, wie das alles entsteht. Das interessiert mich halt eben auch. Ich hätte gerne mal ein Match zwischen Zimbabwe und Frankreich, wobei ich mal, ich nicht mal weiß, ob die überhaupt eine Fußballmannschaft haben. Ist Zimbabwe überhaupt eine... Frankreich ist ja ein Land. Zimbabwe ist ja, glaube ich, bloß ein Staat, glaube ich, in Afrika. Soweit ich weiß. Aber, na gut, natürlich gibt es auch so eine Art Dortmund gegen Italien. Gibt es bestimmt auch, zum Beispiel. Weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber. Wäre natürlich auch witzig zu sehen. Oh. Wenn es einem nicht interessiert, dann sind einem auch die Ergebnisse egal. Das verstehe ich schon. Ja, eben. Dann könnte man wieder Final Fantasy 15. Ich weiß es nicht. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich irgendwann wieder Final Fantasy 15 zu machen. Ich meine, ich habe mir sogar mal vorgenommen, jeden Tag zu streamen. Da kommt mir aber wieder meine Arbeit in den Weg. Ich habe nicht jeden Tag Zeit. Gestern wollte ich streamen, da lag ich den ganzen Tag nach der Arbeit im Bett und habe geschlafen. Obwohl der Tag nur halb so anstrengend war wie der heute, wohlgemerkt. Wir hatten heute Inventur und hast nicht gesehen, also stressiger Tag. Viel zu tun, bla bla bla. Gestern war ich pünktlich zu Hause, nicht gestreamt, sondern nur im Bett gelegen und geschlafen. Ich habe am Abend, kurz bevor ich dann noch richtig schlafen gegangen bin, also quasi so gegen 0 Uhr, habe ich ein paar meiner alten Musikvideos geguckt von World Champ Mixes und habe dabei die Rumble Sachen zusammengeschnitten. Wie gesagt, ich würde, wenn es nach mir geht, würde ich jeden Tag einen Stream machen, da würde Final Fantasy kommen, da würde das
2K19 würde kommen. Es würde jeden Tag Supercard, weil die Supercard wird irgendwann langweilig. Aber eben das, was geplant ist. Monster Hunter würde kommen. WWE 2K19 würde kommen. Final Fantasy 15 würde kommen. Ich würde sogar Resident Evil angefangen haben, wenn es nach mir geht. Aber Zeitmanagement halt. Es ist so gern, ich würde so gerne alles Mögliche machen, was ich habe. Zeit. Habe ich nicht. Es ist halt. Ich muss halt immer genau überlegen, was streamst du heute und was streamst du nicht. Ich streame heute Supercard zum Beispiel, weil ich weiß, es ist ein bisschen was los mit Last Man Standing. Elimination Chamber ist alles wieder was, ist ein bisschen was los. Also, da kann ich schon mal 2 Stunden, die wir übrigens gerade sind, füllen. Da lohnt sich das. Wenn allerdings hingegen bei Supercard mal nichts los ist, kann ich 2K19 streamen, was ich übrigens sowieso wieder streamen muss, weil beim Main Event, also der erste Frauen-Dings steht an, ne? Die erste Frauenshow steht an, muss auch gemacht werden. Final Fantasy 15 muss ich jetzt eigentlich wieder weitermachen. Eigentlich muss ich mal erstmal gucken, wo ich überhaupt bei Final Fantasy 15 war. Dass ich da erstmal wieder so, dass ich nicht einfach den Stream starte und dann wie ein Baum in die Gegend gucke und mir denke, hä? Wie jetzt? Aber wie gesagt, ich kann es dir nicht so genau sagen. Ich hoffe, ich schaffe jetzt die nächste Zeit mal wieder Final Fantasy 15 zu streamen. Ich hoffe es. Dann habe ich jetzt auch noch gemacht, wenn ich daran gedacht habe, aber ohne ihn hat es einfach, war es einfach, ist es einfach nicht dasselbe. Und mit meiner Mom kann ich das nicht gucken, weil es sie nicht interessiert und ich nicht mit ihr drüber reden könnte. Das ist halt das Problem. Sie interessiert's nicht. Du kannst nicht mit ihr drüber reden, weil sie sowieso nicht interessiert. Also von daher. Ja. Ist halt wie es ist. Oh, mir ist gerade etwas aufgefallen. Auf dem Hoodie, den Jeff bei SmackDown anhatte, war ein WWE 2K19 Logo drauf. Oh, geil. Ich guck mir mal das Instagram-Ding, was du hier geschickt hast. Ja, warte mal, ich muss mal gerade hier so ein bisschen. Ich muss dazu sagen, ich habe übrigens gerade hier 2 Tastaturen liegen. Die, glaube ich, relativ praktisch ist, wenn du nebenher was schreiben musst. Keine Ahnung, irgendwo anders hin. Ja. Jetzt gucke ich mir aber mal, was du hier mir den Link von dem Instagram-Ding. Wenn es denn öffnet. Ah, Jeff. Ah, okay. Ja, den Hoodie, das hast du gemeint. Ah, ja, ich sehe ihn, den Hoodie. Ah, hier habe ich den ersten kommen. Komm hier. By the way, ich habe übrigens auf Instagram ein Bild hochgeladen, wo ich gefragt habe, welches das bessere Team ist. Alexa und Ember oder Alexa und Vicky. Hier kann ich alles mal mit einbringen, sag ich mal. Der erste Kombi ist hier gekommen. Ember und Alexa. The Goddess. Okay. Ja. Wir waren nach den Vorfällen in Altissia. Müssten es bald zum Kampf mit dem Morbol kommen. Okay, gut zu wissen. Ah, das war schon das letzte, was du geschrieben hast. Okay. Gut, okay. Auf jeden Fall. So ist es halt. So. Wobei, ich mache hier mal aufgedeckt. So kann ich das blockieren eigentlich. Wir lassen das drin. Weiß ich gerade nicht. Hab schon überlegt, was ich antworten könnte. Alles okay. Mach dir nur keinen Stress. Also, es ist halt. Wie gesagt, um nochmal auf die Zeitsache zurückzukommen. Wenn ich habe hier so viel liegen, an sich,
DVDs, Spiele. Um das alles zu gucken, zu spielen, bräuchte ich... Ach, 3 Monate Urlaub würden gar nicht reichen. 2 Jahre Urlaub. Na gut, wenn man bedenkt, Dinge wie Survivor Series oder Royal Rumble habe ich ja alle schon mal geguckt. So ist es jetzt nicht. Also, das sind jetzt Dinge, die müsste ich jetzt nicht nochmal gucken. Das wäre jetzt kontraproduktiv. Dagegen habe ich hier Spiele, die ich wirklich, jetzt mal um auf aktuelle Sachen zu kommen, die ich spielen wollen würde, wenn ich wirklich die Zeit hätte. Dazu gehören zum Beispiel eben Resident Evil. Ich habe mir vor kurzem auch Need for Speed geholt. Wollte ich eigentlich auch mal spielen, ne? Danke für den Host. Ey, Berliner Junge, danke für den Host. Wie gesagt, ich habe so viele Dinge hier liegen, die ich so gerne spielen würde. Ich wüsste gar nicht, wie. Zeitmäßig schaffe ich es einfach nicht. Ich meine, wie gesagt, jetzt bin ich raus. Servus, ich... Alle zusammen, hallo, die jetzt dazukommen. Ja, wenn es darum geht, also ich habe... Angekündigt sind ja, wie gesagt, dass Final Fantasy 15 weitergeht, dass Monster Hunter weitergeht oder angefängt. 2K19 soll weitergehen. Resident Evil will ich machen. Wenn ich die Zeit hätte. Ich sehe es gerade, danke übrigens für die ganzen Follower. Also, die 3, die dazugekommen sind. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, ich bräuchte viel zu viel Zeit. Einfach viel zu viel Zeit. Ich versuche gerade so ein bisschen durch den Chat zu scrollen, zu gucken. Servus. Hashtag, ich bin ein Berliner. Top. Ich nicht. Man braucht halt einfach einen Plan, wenn man... Ich muss ja nebenbei Supercard spielen, sonst komme ich hier gar nicht mehr klar. Wenn man so viele Games hat, kennt das ja selber viel zu gut. Ja. Wie geht es dir, mein Guter? Eigentlich wunderbar. 43 Leute läuft bei dir, mein Guter. Okay. Was sind das für die... Was? Was ist das für die Damen im Hintergrund? Der Follow Trade ist real! Ja, egal. Auf jeden Fall danke an alle Follower, die dazukommen und ja. Fühl mich schon so ein bisschen geehrt. 37 Zuschauer zeigt mir gerade OBS an. Hoho. Beziehungsweise SteamLab OBS. Hoho. Geil. Finde ich schön. Auch wenn ich vorhin noch gemeint habe, ich finde so eine kleine Stream-Dings, einen kleinen Stream halt viel interessanter, weil man da eher auf die Kommentare eingehen kann. Aber es hält sich alles noch im Grenzen. Das ist schon schön. Ich versuche ja bleibt nebenbei so ein bisschen Supercard zu spielen. Durch den ganzen Redefluss, den ich gerade hatte, das ist so ein bisschen, leider so ein bisschen untergegangen. Viva la Raza! Deine Lexi zieht zu. Ja, genau. Meine Lexi. Also, ich bin unwichtig. Lexi ist wichtig. ist aber auch gut so. Wer braucht mich schon? Ja, das ist Lexis Stream, nicht mein Stream. So, gucken, wie sieht's denn überhaupt aus? Ich könnte mal gucken, wie es.
Hier habe ich 100. Ich müsste mal hier ein paar Karten leveln auf dem Account. Ich muss halt nur gucken, welche Karten ich level an sich, weil ich will das alles so, wie gesagt, ich will das alles so ein bisschen langsam vorantreiben, deswegen muss ich gucken. Cesao müsste ich eigentlich leveln, aber ich will ihn auch irgendwo nicht leveln, weil er sonst zu stark wird und dann zu sehr mein Decklevel, sage ich jetzt mal, oder meine Deckstufe in die Höhe treibt. Und das ist genau das, was ich eben nicht will. Weil ich möchte hier einen langsamen Aufstieg und so viel wie möglich von jeder, so viele Karten wie möglich von jeder Deckstufe, von jeder Stufe zu bekommen. Aber was mache ich eigentlich? Ob das mit einem Tefani funktionieren würde? Falls ja, kaufe ich mir. Da ziehst du wahrscheinlich aber eher Frauen an als Männer. Aber gut, aber immerhin! Alles okay. Wie gesagt, ich versuche halt bei dem. Den Fehler quasi, den ich bei dem Account gemacht habe, bei meinem Hauptaccount, den möchte ich bei dem zweiten Account eben nicht machen, indem ich halt quasi alles langsam vorantreibe. Um so viel wie möglich quasi mitzukriegen. Ich hab sowieso schon durch den Cesar und durch die ganzen Karten, die ich schon bekommen habe, relativ großen Push bekommen. Ich bin jetzt WrestleMania 35, Entschuldigung, WrestleMania 33. Das ist schon viel zu schnell passiert. So schnell wollte ich das eigentlich gar nicht, dass es passiert. Aber naja, es ist halt wie es ist, wa? Ja. Da ist ja ein Alexa-Pappaufsteller. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Ha! Ne, der ist mir nicht aufgefallen. Der sollte auch nicht auffallen. Guck ich mir halt eine Alexa. Das würde zu dir, glaube ich, eher weniger passen. Alexa! Hi, Marcelinho! Hab ich zufällig gerade gesehen. Geil, hallo! Jetzt haben wir von lauter Alexa vergessen, was ich machen wollte. AJ Styles, genau. Schick mal rüber das Teil. Nope. Das ist meins. Das ist meine Alexa. Bei mir müsste es eine Asuka sein. Gut, Asuka würde, glaube ich, zu dir eher passen. Stimmt. Ist ja so der Asuka-Fan. Da war ja was. Ich nehme also nicht alles, weil ich möchte AJ jetzt ganz hoch pushen. Ein paar Dinger brauche er noch. Und die auf Alexa stehen. Da haben sich zwei gefunden. Genau! Ich glaube, für AJ reicht das erstmal. Ich muss noch ein bisschen was anderes. Ich habe so. Wie sieht's bei dir aus? Ty Dillinger könnte eigentlich noch ein paar Level gebrauchen. Die beiden Nexis gehören dir. Ja, genau, die gehören mir. Auf Ehre erstmal ein Follow für Alexa. Danke! Jetzt habe ich glatt vergessen, dass ich Titan schon leveln wollte. Das ist doch eigentlich. Ah, das reicht noch nicht. Ist halt Ty Dillinger. Was willst du denn erwarten? Geben wir hier noch ein paar Sachen rein. Vielleicht hilft das ja irgendwie noch nach oben. Ich glaube es aber nicht. Nee, das ist die falsche Alexa. Ich muss gerade selber gucken. Ach nee, die Alexa ist schon voll, okay. Was ihr da alle sehen könnt, für mich ist das so stockduster, dass ich erst dachte, ist ein Kellerstream. Ja, doch, man kann es schon als Kellerstream bezeichnen, weil ich mehr oder weniger im Keller sitze. Und ja, die Beleuchtung ist total beschiss, ne?
gebe ich ganz ehrlich zu, aber es ist momentan leider nicht anders möglich. Es tut mir leid. Mein Ziel im LMS ist einfach spielen. Einfach so weit kommen wie möglich. Ich habe beim LMS noch nie eine Karte gewonnen, die zur Auswahl stand. In dem Fall, sei es Triple H oder so. Ich habe noch nie beim LMS irgendwas gewonnen. Also, sage ich mal, die Karte gewonnen. Ja. Ich hoffe halt immer nur drauf, dass ich relativ gute Packs kriege, die halt was Gutes beinhalten. Ne? Mehr als. Weil. Einfach, ich zock einfach drauf los. Was passiert, passiert, was nicht. Passiert halt nicht. Oder ich muss die Brille wieder putzen. Nee, alles okay. Es ist halt von der Beleuchtung her. Die Kamera ist von der Beleuchtung beschissen. Das sage ich ganz ehrlich. Ist so, wie es ist. Kann ich nicht anders zu sagen. Ist. Aber wie gesagt, leider gerade nicht anders möglich. Ich habe nicht wirklich Platz für so eine. Sag schon, wie nennt sich das? Upsala. Für so eine Lampe, sage ich mal, die ich hier hinstellen könnte. Es funktioniert nicht, dafür habe ich keinen Platz. Hier sieht es sowieso gerade aus wie im Saustall. Und außerdem ist alles voll. Kein Platz. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit kriege ich ihn. Ich könnte. Gut, der ist geprot. Okay, das. Apropos prone. Gucken, was ich da. Ah, genau. Softbox, danke. Habe ich nicht sowas. Also. Deswegen. Ich habe auch keinen Platz dafür. Das würde mir noch mehr Platz nehmen. Also, das ist definitiv nicht drin. Ist mit dem Channel eigentlich alles wieder in Ordnung? Achso. Hab das auf Twitter mitbekommen, was da so vorgefallen ist in den letzten Tagen. Ja, genau. Softbox hieß das Ding, genau. Es ist halt mir leider nicht möglich, diese eine Softbox anzubringen. Aus Platzgründen, wohlgemerkt. Ah, hier habe ich 20, okay. So. Ach, hier habe ich noch gar nicht. Ach nee, warte, das war der andere. Der war das, den ich. 2-2. Oh, eigentlich habe ich ja so meine. Nein! Nicht kombinieren. Hier drei, da einer. Meinst du jetzt, wie lange ich Supercard zocke oder wie lange ich. Also, wie lange an sich zocke? Okay, das wäre jetzt blöd, aber. Also, Supercard zocke ich jetzt seit. Ein bisschen mehr als ein Jahr. Also, man kann schon sagen, ich bin relativ lange dabei. Streamen hat natürlich jetzt erst angefangen, weil ich jetzt erst vor kurzem wieder angefangen habe, an sich zu streamen. Aber so selber das Spiel gezockt habe ich auf dem Handy oder so. Naja, den zweiten Account, den habe ich halt nur gemacht, weil ich finde, ich habe sehr viel bei dem alten Account falsch gemacht. Und mit dem zweiten Account möchte ich jetzt nicht mehr richtig machen, aber ich möchte das Ganze einfach langsam. Ich möchte einen Account haben, der nur bedingt wichtig ist, wo ich halt mal ab und an mal ein bisschen spiele. Das ist der ja eben. Der Hauptaccount ist natürlich dann auch schon trotzdem noch wichtig, weil. Wenn ich dort eine Gothic-Karte ziehe oder eine Neon-Karte oder was weiß ich, ist das natürlich alles super. Und wenn ich da auch aufsteige in der Stufe, passt alles. So soll es ja auch sein.
Allerdings möchte ich bei dem anderen Account halt eben dieses ganze Aufsteigen und Aufhören machen halt eben im langsamen Sinne machen. Gut, das heißt, das möchte ich bei dem eigentlich jetzt auch weiterführen, so ein bisschen langsam. Ich versuche jetzt immer noch, weil ich habe früher dem Account halt eben versucht, schnell die Stufen zu erhöhen, wodurch auch viele Goliath-Karten sind mir entgangen, viele WrestleMania 34-Karten sind mir entgangen, viele SummerSlam 18-Karten sind mir entgangen. Ich ziehe auch relativ wenig SummerSlam 18, WrestleMania 34 vom Board. Also es ist schon, mir ist schon einiges an Karten entgangen. Das möchte ich eigentlich mehr oder weniger mit dem anderen Account wettmachen, sage ich mal, indem ich halt hier sehr langsam rangehe und hier versuche auch wirklich viele, ich nenne es einfach mal Freebies zu ziehen an sich. Ja, finde ich auch nice, dass es Johnny geworden ist dieses Mal. Auch wenn ich ihn definitiv nicht gewinnen werde, aber... Nein, nicht King of the Ring. Wie gesagt, ich mache ja einfach bei dem zweiten Account einfach so ein bisschen so ein... Da mache ich einen ruhigen, wie ich immer sage. Einfach, wenn da mal zwei Events verpasse oder so, shit happens. Bei dem Hauptaccount versuche ich halt schon jeden Event mitzumachen. Sofern ich denn die Zeit habe. Was natürlich aber auch klar sein sollte. Trockene Lippen. Aber wie gesagt, Supercard kommt auch relativ selten. Bevor jetzt Leute hier, muss ich hier mal dazu erwähnen, Supercard ist eine Sache, die ich doch sehr selten mache. Ich habe Anfang des Jahres, wie gesagt, wieder angefangen zu streamen. Und habe bis dato gerade mal, das hier ist der fünfte Stream. Das fünfte Stream vom Supercard gerade mal. Also, es kommt doch relativ selten. Weil ich streame Supercard auch nur, wenn wirklich auch irgendwas los ist. Heißt, momentan ist wie gesagt Elimination Chamber, Last Man Standing. Dass ich da so ein bisschen was mache. Und dann halt... Naja, das war's. Ansonsten halt... Ansonsten ist mir halt, wie gesagt, an sich sind mir die Ergebnisse an sich egal. Hauptsache, ich bekomme am Ende was Gutes bei raus. Also, man kann ja immer irgendwelche Packs gewinnen. Man kann immer irgendwas gewinnen an sich. Das ist alles okay, alles liebe Liebe. Dann hoffe ich halt immer nur, dass da was Gutes bei rauskommt. Ich bin jetzt nicht so der, der sagt, ich muss jetzt dringend einen Johnny Gargano kriegen. Ich muss jetzt dringendst einen. Ich bin da auch nicht so energisch dahinter. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt mal zwei Tage keine Zeit gehabt, Supercard zu spielen, Leute. Ist es halt so. Ich bin da nicht so energisch. Ich muss auch sagen, mir macht die Arbeit macht es mir auch einfach nicht möglich, weil zum einen muss ich dazu sagen, unterwegs kann ich Supercard selber auch nicht spielen. Das heißt, ich kann es eben nur zu Hause spielen, am PC oder am Handy, je nachdem. Und unterwegs halt eben nicht, weil ich nicht die Möglichkeit dazu habe. Ich hätte aber auch gar nicht die Zeit. Aber deswegen. Der Grund, warum ich Supercard angefangen habe, ist einfach aus dem Grund, weil ich eine Alexa-Karte haben wollte. War damals, by the way, glaube ich noch. Ich muss gerade selber drüber nachdenken. Ich glaube sogar Titan. Die höchstmögliche Karte. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schlagt mich tot, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Alles wieder gut. Das ist schön, dass bei dir wieder alles gut ist. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau. Ich wollte auf jeden Fall war mir wichtig, die Alexa-Karten zu kriegen.
Das war der eigentliche Grund, warum ich mit Supercard angefangen habe. Inzwischen ist es mir aber relativ egal, weil ich genau weiß, die Karten, die ich unbedingt will, kriege ich eh nicht. Ich bin halt froh, wenn ich halt eben die Karten kriege, die gerade für meine Deckstufe gerade passend sind. Ansonsten halt je nachdem. Ich meine immer, was ich kriege, kriege ich, was nicht. Es gibt immer ein nächstes Mal. Ich sag immer, es gibt ein nächstes Mal. Heißt, ich mache immer so Überlegungen, so guck mal. Jetzt ist, keine Ahnung, Elimination Chamber. Mein Ziel ist es, so weit zu spielen wie möglich. Ich mache halt immer das, was gerade eben möglich ist. Und wenn halt gerade eben, wenn ich eben kurz davor bin, zum Beispiel eine gute Karte zu kaufen, also jetzt mit den Punkten, die ich ja spiele, ich kann euch das gerne mal nach dem Match hier mal demonstrieren. Zum Beispiel kann ich sagen, sage ich zum Beispiel, wenn ich Elimination Chamber zum Beispiel spiele, zum Beispiel, es gibt so Worte, die ich halt immer wiederhole, die ich immer und immer wieder sage. Wundert euch nicht, ich mache so gewisse Gestiken. Seht ihr ja, wenn man so weit sieht. Obwohl die Kamera relativ drüben ist. Es gibt so Gestiken, die ich immer mache. Das ist so, es ist so meine Eigenart, sag ich mal. Also ich immer zu jedem, was ich sage, irgendwie die Gestik mache. Merkt man gerade, ich rede gerade und puchle hier mit meinen Armen hier sofort dagegen. Das ist, hat keinen Sinn, aber es ist so eine Gestik, die ich immer mache. Ich weiß nicht, ob ich damit verdeutlichen will, was ich gerade sage. Es ist einfach so. Also nicht wundern. Es ist so eine Angewohnheit von mir. Mein nächstes Ziel ist Gotik. Gotik Jeff. Jeff. Verstehe nicht, warum es ihm keine Samstag 18 Karte gibt. Ja, das weiß ich auch nicht. Schade. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt 1700 Punkte, mal als Beispiel, und sehe zum Beispiel, ich bin kurz davor, Tommaso Ciampa zu kriegen, dann versuche ich den zu erspielen, zum Beispiel. Also, ich versuche aber auch weniger halt eben auf Glück zu setzen. Viele setzen ja eben auf Glück zum Beispiel und kaufen solche Packs hier. Das mache ich eigentlich inzwischen ungern, sondern ich gucke mir hier sogar an, was hier zu kaufen gibt. Wie zum Beispiel einen Tommaso Ciampa, einen Johnny Gargano oder einen Aleister Black. Gut, ich glaube, Aleister Black könnte ich sogar Pro, wenn ich den hole. Aber das wäre mir jetzt zu viel Aufwand. Ich glaube, ich weiß nicht. Da müsste ich erst gucken. Dass ich zum Beispiel sage, okay, dass ich hier mir die Karten angucke, ist da was Gutes dabei? Versuche ich das zu erspielen. Wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es halt nicht. Dann gucke ich mir die nächsten Karten an. Ansonsten ist halt eben, was halt kommt, sage ich jetzt mal. Was ich zum Beispiel gar nicht spiele, ist Money in the Bank. Ich finde das Problem, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat. Ich finde, das ist meine Meinung, das Problem mit Money in the Bank ist einfach, du spielst einfach nur, um Punkte zu sammeln. Du kriegst nichts dafür. Also, stopp. Du kriegst natürlich für die Punkte, kann man natürlich Karten kaufen. Du kannst Picks kaufen. Für die Verträge, wohlgemerkt. Du kannst Picks kaufen, du kannst gewisse Karten kaufen. Das lädt gerade ein bisschen. Ich müsste hier überall mal weiterspielen. Machen wir hier eine Runde Money in the Bank. Money in the Bank, sag ich, Elimination Chamber. Dauert ja gerade so ein bisschen. Ist egal. Ich glaube, es ist aber auch egal. Es funktioniert gerade nicht. Scheinbar kann ich gerade nicht so funktionieren. Egal. Du kriegst natürlich was für die Punkte. Nur aber an sich, du kriegst für den Sieg, schlag mich tot, 25 Punkte oder was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel genau. Das ist,
das reicht mir irgendwie nicht. Warum kriegt man nicht zum Beispiel eine Karte dafür? Warum kriegt man nicht zum Beispiel, keine Ahnung, oder warum kriegt man nicht einfach irgendein Pack oder von mir aus 3 Picks zum Beispiel? Das wäre dann, würde ich dann schon viel interessanter finden. Da würde ich dann schon eher Money in the Bank spielen, weil ich dafür auch eben die Picks kriege oder die Karte, je nachdem. Oder die Karten, je nachdem. Also halt eine, je nach jeder Stufe halt, wird das halt eben bestimmt. Ah. Aber vielleicht denke ich da auch zu komisch, aber. Genau. Deswegen ist. Mir fehlt irgendwie der Reiz. Entschuldigung. Mir fehlt irgendwie der Reiz an Money in the Bank. Das ist das Problem. Weshalb ich den auch nicht spiele. Ich meine, die Karten, die man kriegen kann, bei Money in the Bank, das ist toll, wunderbar, die gefallen mir. Die Alexa damals, die es damals gab, hätte ich so gerne gehabt, unter anderem, aber das war rein spielerisch gar nicht möglich für mich gewesen, weil für die Punkte, die ich damals gebraucht hätte, hätte ich 24-7 spielen müssen. Und dann habe ich, da, wie gesagt, es ist einfach das Zeitmanagement, wofür ich auch nicht die Zeit habe. Deswegen spiele ich auch einfach nur, was ich schaffe, schaffe ich, was nicht, ja. Es geht mir aber auch so mit anderen Spielen. Was ich schaffe, schaffe ich, was nicht, das nicht. Also, vom Zeithermin. Jetzt so ein Rollenspiel, sage ich jetzt mal, ich glaube, den Endboss schaffe ich nicht, da sage ich einfach, ich höre mir das Spiel auf. Sage ich mir, okay, versuchen wir es nächste Mal einfach nochmal. Also, aber ich setze mir jetzt nicht wirklich an sich so Ziele, um zu sagen, das möchte ich jetzt schaffen. Das ist genauso wie mit YouTube. Ich setze mir da absolut kein Ziel bezüglich, also das heißt YouTube oder Twitch, je nachdem. Ziele setze ich mir keine. Sondern einfach lediglich, ich will einfach Fun haben. Ich will einfach Fun haben. Ich möchte hier einfach sitzen. Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sage ich jetzt mal. Und die Leute damit so ein bisschen unterhalten. Was am Ende passiert, ist mir relativ. Wenn jetzt hier 50 Zuschauer kommen, freut mich das. Finde ich toll. Und die ganzen Follower, danke nochmal dafür. Finde ich wunderbar. Es ist aber nicht das, was ich erwarte, sage ich jetzt mal. Ich find's toll, aber ich erwarte es nicht. So. Und ja, ich wiederhole mich und wiederhole mich und wiederhole mich und wiederhole mich. Wie sagte es? Was? Entertainment, glaube ich. Alles wiederholt sich. Wundert mich, dass wir wieder ein TBG gewonnen haben. Ich starte nachher mal wieder ein neues. Hoffe ich, schaffe ich das dann. Aber ich muss gucken. Ich meine, ich habe ja. Wie lange brauche ich. Also, ich habe ja letztes Mal. Das letzte TPG, da habe ich ja geschafft, die Karten zu sammeln, ohne Credit auszugeben. Also. Manchmal habe ich halt Glück, was diese Aufladung angeht, manchmal halt eben nicht. Aber. Manchmal. Geht's halt nicht. Manchmal geht's einfach nicht. Und wie gesagt, bevor Leute nachfragen, das sind so, es gibt so Eigenheiten von mir, die sind halt da. Ich starte es gleich, muss nur eben einen Rechner anmachen. Ja gut, das Stream geht auch nicht mal lange, ich sag mal so, maximal noch eine halbe Stunde. Nicht mal mehr eine halbe Stunde. Nee, also, wie gesagt, aber mach ruhig. Hab nachher bestimmt noch ein bisschen Zeit, ein bisschen so offline zu spielen. Ich meine, ich habe ja 24 Stunden Zeit zu sammeln.
Wie gesagt, es gibt so Eigenheiten, die ich halt hab, wie die Gestiken hier mit Hand und so. Um das mal zu erwähnen, ich mache diese Gestiken auch, wenn ich eben nicht die Cam anhab. Wenn ich hier nur sitze und mit dem Spiel rede. Heißt zum Beispiel, ich spiele gerade Final Fantasy 15 und da, was da gerade passiert, finde ich scheiße. Keine Ahnung oder so. Ich finde es scheiße, dass Noctis jetzt zu Schlag mich tot gesagt hat, dass er ein Idiot ist. Weiß ich nicht, ob das vorkommt. Jetzt mal nur als Beispiel. Da sitze ich hier und sage, das war aber jetzt scheiße von dir, Noctis. Oder so, also hier die Gestik hier. Das finde ich jetzt scheiße von dir. Das sind so Eigenheiten, die ich habe. Auch wenn das kein Schwein sieht. Auch wenn das absolut belanglos ist. Es ist einfach da. Das ist aber das ist eine Eigenart von mir. Das mag vielleicht im Stream mit der Webcam noch unterhaltsam sein. Aber wenn dann... Also, das habe ich ja wie gesagt auch, wenn die Cam nicht an ist und ich hier streamen würde. Ist halt wie es ist. Ich muss übrigens mal gucken, wie weit ich mit dem Training bei Becky Lynch bin. Also ich meine jetzt. Ups, oder? Ich meine jetzt, also das Play-Level nennt man das ja. Es gab also einige gute Karten, die ich noch trainieren muss, weil sie ja eben nicht dran gekommen sind im letzten Event. Wo bist du? Hier bist du. Hier bist du, Becky. Das sieht doch, ja. Ray ist voll. Nikki Cross läuft auch gut. Tommaso Ciampa ist voll. Shawn Michaels sehr gut. Ich muss leider aber auch sagen, die helfen mir nicht wirklich mehr in mein Hauptdeck, sage ich jetzt mal. Weil sie einfach. Ja, guck mal, dann würde ich dem eine runterhauen. Ja, du musst mal sehen, in welchem Kontext das passiert. Was wollte ich jetzt? Genau. Wie gesagt, das Maximale, was eine Gothic-Karte erzielen kann, sind ja um 300, 310.000, irgend sowas. Je nachdem. Die kommen halt nicht mehr ins Hauptdeck rein, beziehungsweise im Royal Rumble, in dem Royal Rumble Deck oder so sind die natürlich alle noch drin. Aber es wird auch schon klar, man sieht hier, ich glaube, Bray Wyatt ist fast ganz unten. Gut, er ist noch nicht ganz gelevelt, aber trotzdem. Es reicht einfach nicht mehr. Also, was mir helfen kann, sind auf jeden Fall die Pros. Also, ich sehe zum Beispiel gerade, wenn ich Alistair Black jetzt proen würde. Würde er vielleicht noch hier reinrutschen, aber selbst dann nicht mehr. Gut, er würde vielleicht rein und noch einholen. Aber es würde sich am Ende nicht mehr rentieren. Es gibt keinerlei Szenario, wo Ignis jemals ein Idiot war. Bei Noctis ist das ein anderer Fall. Ja, gut, ja. Du kennst das Spiel schon durch, aber es war ja auch bloß jetzt beispielhaft gemeint. Wie gesagt, Alistair Black zu prone wäre zwar gut für mein Kartendeck an sich und für meine. Hätte ich. Für mein Kartenlevel. Kataloglevel oder sowas ich. Aber es würde mir in meinem Deck absolut nicht weiterhelfen. Weshalb ich das jetzt auch nicht mache, weil es hat einfach keinen Sinn. Dann würde mir schon eher der Tommaso Ciampa würde mir schon eher was bringen oder der Johnny. Aber Johnny kann ich nicht prone, weil ich Johnny nur einmal habe. Also jetzt den 2018 Johnny, den es da unten gibt. Aber um den zweimal zu bekommen, müsste ich ihn halt
eben zweimal kaufen und dazu habe ich nicht die Möglichkeit. Gut, ich könnte spielen. Aber wie gesagt. Und da mir, aber damit mein Kataloglevel oder meine Karten im Katalog relativ unwichtig sind. Brauche ich das auch nicht als Grund zu nehmen, warum ich Alistair Black, sag ich mal, prone sollte. Weil er erstens sowieso nicht ins Deck reinrutscht und zweitens nee, brauche einfach nicht. Nicht, dass ich Alistair Black nicht mögen würde. Ich finde den so relativ top. Aber er würde mir einfach für mein Deck nichts bringen. So einfach ist das. Wie gesagt, ab SummerSlam 18 Pro aufwärts bringt mir alles noch was. Also, jede SummerSlam 18 Karte, die ich vom Board ziehe, die ich prone kann, hilft mir noch. Weil die rutscht definitiv noch ins Deck rein. Also quasi ins Rumble-Deck zum Beispiel. Alles andere drunter ist einfach. Und eine Gothic Pro, definitiv. Das sind so die Sachen, auf die ich jetzt am besten auf die ich in die Richtung ich auf jeden Fall gehe, erstmal, um wirklich sicher zu sein, dass ich mein Deck verbessere. Beziehungsweise, wenn ich die Möglichkeit habe, natürlich auch Neon. Wohlgemerkt. Aber Neon ist momentan eher so eine Stufe, die gehe ich erstmal nicht an, weil das sowieso schwierig wird. Es ist schwierig, eine Neon-Karte zu bekommen, wenn man keine Credits ausgibt. Also, deswegen bleibe ich lieber erstmal bei Gothic. Ich muss jetzt mal sehen, was die nächsten Anmeldeboni bringen. Beim letzten Anmeldeboni habe ich, wie gesagt, eine Gothic-Karte bekommen. Welche Moment. Ich weiß es gar nicht, welche Gothic-Karte habe ich beim Anmeldebonus bekommen. Schlag mich tot. Ustab! Doch! Nee. Bray Wyatt! Bray Wyatt war mein Anmeldebonus. Nach 28 Tage oder so. Genau, Bray Wyatt war, glaube ich, müsste mein Anmeldebonus gewesen sein. Wo ich ihn gerade habe, kann ich ja gleich mal leveln. Hier drüben geht auch weiter. Hat nicht so viel gebracht. Ich habe gerade überlegt, wo ich Shawn Michaels habe. Weil Shawn Michaels war aus dem Herausforderungsbett, glaube ich. Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, wie genau es war. Der ist dann fertig. Dann ist Bray Wyatt auch fertig. Also, jetzt zumindest vom normalen Leveling her. Moment, ich muss hier noch. Muss ich hier eigentlich noch machen, damit ich noch Elimination Chamber muss ich noch spielen? Muss ich vielleicht noch. Ne, das schaffe ich heute, glaube ich, nicht mehr. Setze das Board dreimal durch Ziehen einer Karte mit Ultimativ Seltenheit oder höher zurück. Da müsste ich mal langsam anfangen, was vom Board zu ziehen. Ungeschlagen ein Money in the Bank.
Gewinne 3 Elimination Chamber in Folge. Eher nicht. Weil ich bei dem Account möchte ich gerade ein bisschen eher Last Man Standing spielen. Deswegen ist es alles gerade nicht so möglich. Aber ich muss nachher sowieso wahrscheinlich Elimination Chamber spielen, also nachher privat, wenn ich nachher TBG Leveling mache, sage ich jetzt mal. Mir ist übrigens nicht aufgefallen, dass ich bereits in Arena 11 bin. Ja, schön. Funktioniert doch eigentlich mit Punkten damit hier. Naja gut, die Packs, die sind alles nicht wirklich wertvoll, sag ich jetzt mal. Silber Plus, ja gut. Das Pack würde mir bei dem Account eher helfen, aber... Naja gut. Finn Balor, naja gut. Geht. Hätte was Besseres sein können, aber gut. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht hier, Arena 12. Autsch. Na gut, noch geht's. Es könnte aber langsam eng werden. Ja, hier kommen auch schon Leon-Karten, aber die sind zum Glück noch nicht ganz gelevelt. Ich hoffe ja, dass ich es relativ gut überstehe. Kaiwi und Natalia, okay. Ja. Ich gucke gerade kurz auf die Uhr. Ich würde sagen, ich mache diese Map noch fertig hier bei Last Man Standing. Und dann mache ich den Stream auch erst. Dann mache ich erstmal Schluss mit dem Stream. Was? Nachricht zum Google-Konto. Was? Keine Ahnung. Ich war's nicht. Nein, ich bin verschoben. Ist das vielleicht hier gewesen? Hab gestartet. Wenn du noch etwas weiter spielst, kannst du hier auch noch Karten ersammeln. Das muss ich sehen. Können ihre Nummer unter. Achso. Nee, hier füge ich keine Telefonnummer hinzu. Wie gesagt, ich mache noch die Map zu Ende von Dings. Von Last Man Standing, dann mache ich für den Stream aber Schluss. Na komm. Da einfach drauf. Hallo Lexi. So. Läuft relativ fix gerade hier. Solange ich noch nicht anfange zu verlieren, ist alles wunderbar. Naja. Ich sehe, es hat sich gerade schon wieder ein bisschen beruhigt von der Zuschauerschaft. Habe ich nicht anders erwartet.
wie gesagt, ich finde so ruhige Streams, wo halt ein, zwei Leute im Chat sind und über was schreiben, viel angenehmer als 20 auf einmal schreiben. Ich könnte mich da auch wieder wiederholen und sagen, ja, so und so, es ist so und so. Wie gesagt, aber gut. Ich merke schon, aber auch gerade so langsam Redefluss ist weg. Gut. Das mag vielleicht zum Teil dran liegen, weil gerade nicht mehr so viel im Chat passiert. Aber das Problem ist halt immer, wenn du kein Thema hast, über das du reden kannst, dann ist das auch weg. Dann kannst du auch nicht reden. Und weißt du, ich habe in dem Stream jetzt zigtausend Sachen angesprochen. Buff. Buff. Inzwischen ist mein Kopf leer geredet. Auch. Inzwischen, wenn ein Thema aufkommt, wenn gewisse Themen aufkommen, ich kann mich bei meinen meisten Sachen nur noch wiederholen. Wie gesagt, das ist, obwohl, sieht man das nun mal, kann man das als Problem sehen oder kann man das nicht als Problem sehen? Auch wenn ich mich über ein gewisses Thema unterhalte, es sind immer diese Wiederholungen drin. Ich sage halt quasi das, was ich gesagt habe, nochmal und dann nochmal, nur in einer anderen Satzabfolge. 2 Minuten geht es los. Nennt es eine Art Tick von mir, aber es ist einfach so. Ich rede viel. Manchmal. Den Anfang ist, ich habe glaube ich 2 Stunden, 2,5 Stunden bestimmt, habe ich geredet ohne Ende, ohne Punkt und Komma. Also, doch, Punkt und Komma drin, aber. Aber halt eben. Auch sehr oft Sachen wiederholt. Das ist wohl. Ich weiß nicht, ob das als Problem sieht. Also deswegen. Ich muss ja sagen, ich finde Stream an sich eine tolle Sache. Ich streame eigentlich gerne. Wie gesagt, ich habe ja. Ich wiederhole mich da auch wieder. Meine Idee war ja eigentlich immer jeden Tag irgendwas zu streamen. Aber ich merke halt immer wieder, dass eben nicht funktioniert. Nicht, dass ich nicht könnte. Nur es gibt halt Tage, da müsste ich mich mit Kaffee zupumpen, damit ich das überhaupt schaffe. Ja, die paar Sekunden warten wir auch. Gegen das Team Lagerfeuer, okay. Na, mal gucken. Wir gucken uns noch mein Deck an, ne, was ich habe. Aber das ist so relativ. Ich habe ein SummerSlam Elias. Ich habe ein WrestleMania 34 Kurt Angle. Ich habe ein Goliath Diesel. Ich habe einen Goliath Batista. Ich habe eine WrestleMania 34 Ruby Riot. Das sieht doch relativ scheiße aus, würde ich fast sagen. Und ich habe eine Goliath Charlotte in Zombie-Variante. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde kein Freund von diesen Zombie-Karten. Definitiv nicht. Ich mag es nicht, wenn die Frauen so verunstaltet werden. Ich mag es nicht, wenn die Männer so verunstaltet werden. Also quasi die auf den Karten. Ich bin da absolut kein Freund von. Oh, ich bin doch immer im guten Mittelfeld.
Ja. Sieht gut aus. Im guten Mittelfeld bin ich. Oh, ich muss sowieso noch Elimination Chamber ein bisschen spielen. Last Man Standing muss ich mal gucken. Ich werde gucken, was ich... Nee, also heute mache ich definitiv nur noch für mich so ein bisschen was. Muss ich gucken. Auf jeden Fall... Wir lassen das hier hinten noch zu Ende gehen. Wobei ich... Komm, wir starten hier noch eine Runde Elimination. Eine Runde Elimination Chamber machen wir noch und dann... ist aber wirklich Schluss. Wenn denn alles geht. Ich werde dann wahrscheinlich auch noch ein King of the Ring starten, damit ich noch mehr Picks kriege, um wirklich die Chance zu erhöhen, dass ich diese Aufladungen kriege. Wie gesagt, ich bin da aber auch immer hinterher, dass ich, wenn TBG ist, dass ich wirklich spiele, dass ich wirklich Karten sammle. Gibt aber halt auch Momente, da schaffe ich es einfach nicht. Es gibt aber auch Momente und Tage, da sage ich mir, ich mache jetzt das und am Ende mache ich es dann nicht. Weil irgendwas anderes, weil irgendwas dazwischen kommt. Aber wie gesagt, die Runde Elimination Chamber machen wir jetzt noch durch bei beiden. Also wenn hier Elimination Chamber vorbei ist, dann mache ich hier erstmal nichts mehr. Dann kann ich höchstens noch gucken, ob ich noch ein Gratis-Pack oder so kriege. Mit Werbung gucken oder so. Ansonsten dann, wenn bei beiden Elimination Chamber vorbei ist, dann Schluss. Das Stream auch zu Ende. Also wir sind quasi schon im Ausklinken sozusagen. Also was Spannendes passiert hier definitiv nicht mehr. Gehe ich davon aus. Es sei denn, ich ziehe durch Zufall wieder eine Goliath-Karte vom Board. Aber das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber um das schon mal vorweg zu sagen, der nächste Stream wird definitiv kein Supercard-Stream werden. Das vor... definitiv nicht. Muss aber gucken, wann ich den mache und wie... was es wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Zwischenhand habe ich es halt so, dass ich spontan streame. Wie ich gerade Lust und Laune habe, wenn ich mir denke, auch heute will ich nicht, dann streame ich nicht. Also, es gibt keine bestimmten Tage momentan, wo ich streame. Ich streame, wenn ich Bock habe. So macht auch das nur am meisten Spaß, wenn ich Bock habe. Ah, PvP-Spiel habe ich da oben noch freigeschaltet. Oh, gut. Okay. Das ist sogar eher fertig geworden als das. Interessant. Ziehen wir das hier auch noch durch. Komm, Alexa, komm raus mit dir. So. Gucken wir, wie... Was kriege ich jetzt hier noch zusammen? Fünfer? Sechser? Ja, komm. Gut, wie gesagt, Elimination Chamber geht noch... geht 7 Tage oder so, oder was weiß ich wie lange. Ein bisschen weit über 7 Tage. Komm schon. Jetzt ärgere mich nicht. Oh, was ist denn hier los? Alexa könnte... Nee, Alexa könnte nicht gewinnen. Das Netzwerk hängt gerade wieder so ein bisschen. Böses Netzwerk. Böses Netzwerk.
böses Netzwerk. Hallo, sei lieb. Netzwerk, sei lieb. Ah, jetzt. Jetzt jedet weiter. Von 12 Zügen habe ich 3 Karten bekommen. Es ist jetzt keine gute Bilanz. Ist jetzt keine gute Bilanz. Aber naja. Gut. Dann bedanke ich mich dann bei allen, die da gewesen sind und die gefollowt haben, die gehostet haben und was weiß ich, was alles passiert ist. Und ich komme schon wieder an das scheiß Mikrofon. Egal. Danke auf jeden Fall an alle, die da waren und so weiter, die irgendwie interagiert haben, die in Chat geschrieben haben und hast du nicht gesehen. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.